2021, Juli, wir sind im Gitzenweiler Hof in der Nähe von Lindau. Und ja, das ist tatsächlich ein kleiner Vogelkarawan. Hier könnten Vögel rein. Und alles ist hier mit ganz viel Liebe gemacht. Ganz viele Holzhäuser sind da. Und gerade eben hat die Heidung gesagt, ja, jetzt könnten wir ja zufälligerweise da rauskommen, aber das wäre ja gestellt. Bei uns ist ja alles echt. Hallo Heidrun, ich grüße dich ganz herzlich. Guten Morgen. Morgen. Ja, und du hast jemanden mitgebracht. Ja, Florian. Oh. Ja, grüß dich Florian. Man kann dich kaum erkennen, denn dahinter ist so hell. Ich zeige dir mal gerade das Gemeinste hier an dem ganzen Campingplatz. Kennst du das schon? Nein, natürlich nicht. Soll ich dir zeigen? Es gibt hier nichts Gemeines. Doch, es gibt was ganz Gemeines, ja. Nein. Doch, gibt es. Das du bist da. Nein, 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 das ist es nicht. Da vorne dieser Ventilator. Ah. Du weißt, was das ist, ja? Nein. Der bläst. Der gehört zum Wirtshaus. Der gehört zum Wirtshaus. Und da passiert Folgendes, ja. Irgendwie lecker Pizzaduft raus, weil es ist der Italiener. Genau, es ist nicht nur Italiener, sondern wenn morgens Brötchen bei euch gemacht werden, ja, dann kommt über den ganzen Campingplatz der Duft von frischen Brötchen aus diesem Ventilator raus. Das und ist Sinn und Zweck der Übung. Das macht ihr extra, oder? Natürlich machen wir das extra. Der Laden hat jeden Morgen geöffnet, frische Brötchen und alles da. Und die Leute müssen ja irgendwie angelockt werden. Das ist so. Wir erklären heute mal den Campingplatz, denn ganz viele Leute haben ja so ein bisschen Angst, wenn die das erste Mal kommen, waren noch nie auf dem Platz, wissen nicht, wie es funktioniert. So ein großer Platz hier und da haben wir mehrere Leute. Ihr habt wie viele Leute ungefähr bei euch? 80? Angestellte oder ja, Camper? Ja. Im Sommer um die 80, im Winter ein bisschen weniger. Genau, das ist so. Denn hier vorne, das oder wir gehen mal gerade ganz nach vorne, dass man das mal sieht. Ihr habt mehrere Parkplätze, unter anderem einen Parkplatz auf der anderen Seite. Was ist das für einer? Das ist für den Sommer im Grunde die Auffangwiese für die übrigen Autos und Anreisenden, dass auch jeder sein Zweitfahrzeug unterbringt, das am besten natürlich zu Hause lässt. Aber wir haben genug Platz für etwa 200 PKWs. Ja, oder sollte mal jemand zu Besuch kommen? Ich hatte also natürlich sofort die Schwägerin gefragt, wie ist denn das hier, ja, mit Anmelden und so weiter. Die Frage habe ich mir dann auch gestellt, aber wie läuft es denn, wenn mal jemand kommt? Ja, erstmal der da drüben wohl genächtigt hat, den werden wir jetzt erstmal, können wir gerne aufsuchen und mal fragen, was er da tut, weil das ist auch kostenpflichtig. Die frühstücken nämlich gerade draußen. Und ansonsten, wenn er kommt, kann er natürlich hier auch auf den normalen, regulären Parkplatz gehen, meldet sich dann an in der Rezeption, ist dann Tagesgast und zahlt seinen Eintritt und dann dürfen wir natürlich auch drinnen alles nutzen. Das ist so. Ihr seid wunderbar ausgeschildert. Also wenn man in Lindau ist und man weiß überhaupt nicht, wie man fährt und kein Google Maps hat, dann habt ihr schon überall Schilder. Da steht doch immer drunter Gitzenweiler Hof. Das heißt, also die wissen schon, das machen die ja meistens nicht freiwillig, ja. Nein. Sondern wir haben da eine Studie zusammen vor, boah, das ist schon 20 Jahre her, war die Stadt Lindau so nett, hat da einen Praktikanten und der hat das an den entsprechenden Stellen und wichtigen Einfallstraßen die Schilder aufgestellt. So, ich zeig mal gerade hier vorne, alles ist recht verkehrsberuhigt, was mir gut gefällt, ist hier die Insel, wenn du mal kurz mal mitkommst. Da beginnt schon direkt der Radweg und was hier wirklich extrem, ich sag mal, gut gemacht habt hier, ist das Radwegenetz bei euch in der Gegend rund um Lindau. Du kannst wirklich mit dem Fahrrad also sehr, sehr toll dich bewegen, ohne viel Angst haben zu müssen. Ja klar, die Fahrradwege sind besonders auf der deutschen Seite um den Bodensee besonders ausgebaut. Und man kann ab Gitzenweiler Hof hier in verschiedene Runden fahren, um nach Lindau zu kommen, direkt an den See und von dort aus dann weiter nach Friedrichshafen, nach Baden-Württemberg oder auch ins Allgäu, nach Wangen, sind immer schöne Radtouren. Ja, viele fahren hier Rad. Das ist ein Paradies für Mountainbiker? Durchaus, wir haben ja auch Berge. Den Fender rauf und runter, es gibt wahnsinnige Strecken. Und auch in Lindau ist der Radsport sehr aktiv. Ich glaube, da kann man auch Kontakt knüpfen, recht spontan. So, 60 Jahre, das war jetzt wie lange her oder ist es aktuell? Das ist sehr aktuell, vom Juli. Ihr seid 60 Juli, Jahre. 60 Jahre. Okay, du siehst doch so jung aus. Ja, das macht die schönen, die netten Kollegen hier, da bleibt man jung. Kann man mal. Sag mal, wenn man jetzt hier arbeitet, was war die Entscheidung hier zu arbeiten? Was hast du gelernt? Oh, schwierig. Allrounder. Ursprünglich Fotograf, dann Multimedia-Producer hieß das mal in den 90ern. Und wir wollten ein Digital Native und haben ein Allround-Paket bekommen. Was wir behalten, darf nicht abgeworben werden. So, wir gehen mal in den Platz. Da vorne ist, toll ist bei euch,
Das sieht man so ein kleines bisschen bei dir. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt, ja. denn ihr habt drei ganz tolle Restaurants. Viele kommen ja hierhin nicht zum Abnehmen, muss man sagen, sondern ja, die wollen sich gut gehen lassen. Hey, wir haben Urlaub. So, jetzt geht's weiter. Bitte einordnen, das zeige ich mal gerade. Also, wenn man jetzt... Das schöne Schild hier vorne. Achso, das ist neu. So. Das ist das gute Schild. Da haben wir uns was dabei gedacht. Mit Bildern, damit die Leute verstehen, sie sollen hier auf den Anreisepfeil. Schau mal hier, Anreisepfeil. Warte, ich zeige das mal gerade. Da ist Anreise. Anreisepfeil? Ja, der Anreisepfeil. Ganz wichtig, dem Pfeil folgen auf dem Parkplatz. Und jetzt musst du hier das abfilmen. Komm, ich filme das mal ab für dich. Temporarily park on the right. Das heißt, man darf rechts mal kurz ranfahren. Ich habe auch gesehen. Einmal außen rumfahren und vorne anhalten. Also direkt hier vorne wieder bleiben. Die Autos dürfen eingeparkt werden. Und dann können nämlich die anderen nachrutschen. Dann sollte einer am Fahrzeug bleiben und der andere sollte mit den Papieren sich anmelden gehen. In der Rezeption, diesem schönen Holzhaus. So, das ist hier vorne, das ist die Rezeption. Und so nicht stehen bleiben, schön durchfahren. Ja, die steigen ja nur aus. Ja, das sagen sie alle. Ja doch, die steigen aus, ich zeige es ja gerade. Gitzenweiler Hof. Hier vorne ist die Rezeption, da geht es dann gleich rein. Und hier vorne, da habe ich gesehen, da habt ihr auch einen neuen Stellplatz. Ist das der Stellplatz für Wohnmobile hier? Ja, das ist der Übernachtungsparkplatz. Da kann man, wenn man jetzt abends spät kommt, früh wieder bald fahren möchte oder einfach nur auf Durchreise ist in den Süden, kann man hier eine Nacht übernachten auf dem Parkplatz. Ist das neu? Nö, haben wir schon seit 1997. Seit 97, quasi ein Wohnmobilstellplatz. Genau. Wird auch schön genutzt, muss man sagen. Er ist auch zwar für nur Wohnwagen, man muss dann halt sein Auto gegenüber parken. Ist recht schmal, dafür kostet er nur 20 Euro plus Kurtaxe. Und normal, was zahlt man hier so ab? Drinnen zahlt man so zwischen 35 und 45 Euro, je nach Stellplatzkategorie. Darf ich, wenn ich hier stehe, auch die sanitären Einrichtungen benutzen? Aber selbstverständlich. Darf ich machen. So, dann bin ich hier vorne, hier steht groß und klein. Darf ich nur eine Nacht stehen oder auch zwei? Im Grunde eine Nacht zur Erlangung der Fahrtüchtigkeit ist der Parkplatz. Und wenn wir jetzt innen aber ausgebucht sind, kann man auch mal zwei Nächte bleiben. Ich habe es verstanden. Du hast mir erzählt, es gibt immer eine Möglichkeit, wenn einer mal spontan kommt. Also ihr findet immer ein Plätzchen für ihn, oder? Oder meistens? Natürlich. Da gibt es notfalls dann nochmal unbefestigte Rasenplätze auf dem Platz selber. Aber hier draußen ist überhaupt kein Problem. Da kann man eigentlich immer stehen bleiben. So, jetzt geht's rein. Und du bist schon wie lange hier? Seit anderthalb Jahren jetzt. Anderthalb Jahren. Und wie kam der Bewerbungsprozess? Du hast ja dann anschließend die Heidrun kennengelernt. Da hast du es dir nochmal belegt. Ja, ich hab trotzdem angefangen hier. Nee, aber... Die Chefin ist ja hier, wir dürfen nicht alles sagen. Okay. Geh mal um die Ecke, dann nee, passt schon, bleib hier. Aber es ist auch so, dass hier ist ja Freizeit. Ihr schafft ja das ganze Jahr durch. Ist ja jetzt nicht so, der Platz macht zu und ihr habt nichts mehr zu tun, ne? Nee, das ist ja oft die Meinung der Leute draußen. Wir müssen nur die Schranke hier auf und zu machen und sonst gibt es nicht viel zu tun an dem Campingpark. Okay. Also durchaus, gerade in der Verwaltung. So, Sie kommen mal ganz kurz hier rum. So, das hier ist übrigens jetzt die Rezeption. Hier warten die Leute auch schon draußen. Das Thema Maskenpflicht habt ihr natürlich da. Ihr seid natürlich alle geimpft, die direkt mit Kundenkontakt sind. Ja, also es ist ja nicht, ich kann keinen zwingen, aber unser Team haben viele beschlossen, sie lassen sich freiwillig impfen, auch zur eigenen Sicherheit. Und das gibt natürlich uns allen Sicherheit. Also das wird auch eingehalten, das werden wir gleich mal sehen. Das war letztes Jahr noch ein bisschen anders. Also hier hat man auch mehrere Anlaufstellen, die da sind. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen doch an einen Campingpark, den man oft so in Spanien, Italien findet. Die, ich sag mal, gut, ist gut. Der relativ groß ist, wo du jetzt nicht so normal, weißt du, du kennst das, du kommst da rein, da hast du so ein Campinghäuschen aus den 60er, 70ern. Nein, das haben wir 1995 gehabt, hat mir nicht gefallen, haben wir neu gebaut. Ist doch ganz gut geworden und jetzt ist auch open. Warte, ich zeig's mal gerade. Open. Achso, come in. Ihr habt auch viele Leute, die nicht aus Deutschland sind oder nicht Deutsch sprechen. Jein, also wir sprechen natürlich mehrere Sprachen in der Rezeption. Nee, ich meine das Gäste. Ja, um die Gäste zu begrüßen, die aus den anderen Ländern kommen. Komm mal rein hier, dann halten wir den Verkehr nicht so auf. Ich komm mal kurz rein, da vorne ist nämlich eine ganz wichtige Frau. Die sind alle wichtig hier. Aber guten Morgen. Hallo. Hier ist das freundliche Team. Ich zeig's mal gerade, ich muss mal hier durchgucken, denn hier sind überall... Du bist die? Julia. Julia. Ja. Und du machst es hier fest? Oder? Ja, ich bin eine Ganzjahreskraft hier am Blitz. Eine Ganzjahreskraft. Ja, sagt man so in der Branche. Okay. Wir haben ja auch teilweise Saisonkräfte, aber ich gehöre zum Team, wo das ganze Jahr da ist. Und was hast du gelernt?
Ich bin gelernte Hotelfachfrau eigentlich, ja, okay, und bin jetzt seit 2,5 Jahren hier im Team an der Rezeption. Also was? Im Freilufthotel ist hier. Im Freilufthotel. Ist das was ganz anderes hier als im Hotel? Es gibt schon Unterschiede, weil man verkauft halt keine Zimmer, sondern man verkauft hübsche Grünfläche, wo jeder sein eigenes Zuhause mitbringt. Also ein bisschen eine Umstellung ist es schon. Ja. Aber die Grundlagen sind im Prinzip dieselben. Die Freundlichkeit. Richtig. Dann auch mal mit schwierigen Gästen umgehen zu können. Das wir ist ja haben auch wichtig. Doch keine schwierigen Ihr habt keine Gäste. Nein, aber es nur individuelle Gäste. Individuelle. Richtig. Ich sag mal gerade, du. Und die Christina, die ist schon Christina, seit 15 Jahren 16. da. 16, Entschuldigung. Seit 16 Jahren. Christina, komm mal kurz zu mir, bitte. Du musst dich da nicht verstecken ums Eck, ja, das ist so. Du hast schon versucht, der Kamera aus dem Weg zu gehen. 16 Jahre hier. Sie ist das wandelnde Wissensspektrum hier. Da vorne. Du kennst den Park aber recht gut, oder? Mhm. Bin seit 16 Jahren da, eigentlich in der Verwaltung tätig. Ursprünglich und springe in der Rezeption. Das ab und so an ein, wenn Not am Mann ist, und macht das auch erst. Ist aber schön eigentlich, das heißt, total. Also du kannst ja alles hier mehr oder weniger, du kannst ja wahrscheinlich auch eine Wasserleitung reparieren, oder? Ja, so nicht, so nein, nicht, ich aber. Ich bin Social Media Maus. Ich habe schon Rezeption, Personal gemacht, was haben wir, Animation. Okay. Und jetzt? Also, bist du? Jetzt bin ich im Marketing und bin zuständig für Social Media. Sehr schön, ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ja, dass wir mal die Wahrheit zeigen über den Gitzenweiler Hof, weil ist ganz lustig, kam an Bodensee, ich habe ihn gar nicht gekannt. Also es gibt ja immer noch den einen oder anderen, der es noch nicht kennt, da werden wir mal helfen, hier ein bisschen aufräumen. Gerne. Was ist denn das Schöne, hier dran zu arbeiten, also im Team hier? Was sind das für ein Team überhaupt? Also erstens waren wir ein sehr, sehr tolles Team. Ja. Klar, wir haben natürlich einen großen Wechsel durch die Saisonarbeit immer an Mitarbeitern, aber ich würde sagen, wir sind ein toller Stamm, der schon seit Jahren zusammenarbeitet und ist alles sehr familiär, sehr persönlich. Also wir sind auch alle, es gibt Schokolade, es gibt Sekt, wir sind alle per Du. Also ich muss das gleich mal zeigen, es gibt im Eingang, gibt es wirklich für alle Schokolade, ja, die liegt da aus. Ist die kostenfrei, oder? Oder? Ja, fürs Personal, um bei der Laune zu halten. Ja. Sehr schön. Also wir haben ja draußen frohlockt. Es gibt immer ein Plätzchen, wenn jemand flexibel ist, auch mal umziehen kann und ihr seid auch mal ausgebucht. Ihr findet was, oder? Oft. Also erfahrungsgemäß kriegen wir eigentlich jeden unter. Also wird keiner heimgeschickt. Wir haben bis jetzt alles möglich gemacht und ich habe, glaube ich, in den 16 Jahren, wo ich da bin, noch niemanden nach Hause geschickt. Also jeder kriegt noch ein Plätzchen bei uns. Und weil wir das so toll machen, schau mal, hat hier jemand Trinkgeld gelassen. Ja, genau, der schmeißt mal hier in unsere Wohnwagen-Kaffeekasse. Ich zeig das mal von. Und davon kaufen wir dann wieder Schokolade und Alkohol. Also bei uns ist alles Wohnwagen. Und Caravan und Reisemobil und. Ja, und Schnaps, sehe ich da oben. Und mit Zelt darf man auch kommen. Genau, wenn du mir gerade mal den mittleren Schnaps mal zeigst. Ja. Den mittleren? Ja, ja, da ist nämlich ein schönes Bild drauf. Der Bodenseeobst. Das Bild habe ich selber gemacht. Das hast du selber gemacht. Desinfiziert von innen. Ja. Wichtig in Corona-Zeiten. Sehr schön. Ja, wir filmen heute am, was haben wir denn heute? 19. 19. Juli 2021. Und die Saison ist ein bisschen anders wie in normalen Jahren, in diesen Jahren, oder? Jein. Also man merkt schon, dass natürlich viele in Deutschland bleiben und Urlaub machen. Klar, für uns ist jetzt natürlich neu, nach einem negativen Test oder nach einem Impfpass zu fragen dieses Jahr. Aber ich muss sagen, die Leute halten sich an die Vorschriften und ja, wir uns an die Anforderungen. Also passt. Es passt alles. Und, so. Ja. Dein Name nochmal, Vorname? Christina Rufing. Christina Rufing. Mhm. Gut. Tschüss, Christina. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt können die Leute wieder rein. Das ist übrigens das, was ganz toll ist, habe ich gesehen, schwebt tatsächlich über dem Bodensee ganz oft. Ja, also es gibt nicht nur den Gitzballon, sondern auch natürlich den Zeppelin. Und der startet ab Friedrichshafen, kann man buchen. Und was toll ist, man kann auch den Hangar besichtigen. Und das ist besonders hübsch. Also das ist immer spannend. Ist auch vom Preis nicht so hoch, kann man sich auch mit der ganzen Familie leisten. So, das ist die Poststelle. Was ist das hier? Die Gäste lassen sich auch Post schicken oder ihre Zeitung nachschicken. Sie möchten ja informiert bleiben, können Postkarten nach Hause schicken. Und wir machen hier alles in der Rezeption. Einfach mal fragen, was man braucht. Sehr schön. So, wir gehen mal schnell raus. Wir bestellen auch das Taxi. Sag mal, Taxis gibt es hier eigentlich? Weil normalerweise ist ja nicht so stark der Taxiverkehr. Ihr habt das gelöst? Ihr habt ein Taxiunternehmen? Ja, natürlich. Wir rufen dann einfach ein Taxi an. Der holt die Leute dann hier vorne an der Rezeption ab.
auf bestimmte Uhrzeit wie gewünscht. Oder bring die Gäste auch mal, also der Stadtbus fährt ja jeden Tag von früh um 6 bis abends um 23 Uhr. Takt? Welcher Takt? Zweimal die Stunde. Ja. Und wer dann aber nach Lindau möchte oder aus Lindau wieder nach Hause möchte, zu späterer Stunde, kommt mit dem Taxi hochgefahren. Wie sieht es aus mit Leihwagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Liner habe und sage, ich will ja mal 5-6 Tage einen Leihwagen kriegen, könnt ihr das organisieren? Na klar, wir arbeiten zusammen in Lindau mit Herz. Das ist die ansässige Firma und da haben wir schon seit Jahren Kontakt und die bringen die Fahrzeuge auch hoch, beziehungsweise holen die Leute für das Prozedere ab, machen das unten in der Filiale und bringen dann das Auto, holen den Schlüssel. Ja klar. So, ihr habt ein Herz. Ganz wichtiges Thema Hunde. Zahlt man für Hunde extra? Ja, oder? Natürlich muss man die Hunde extra bezahlen. Die Kinder kosten ja auch was. Das ist so, ja. Ihr habt aber, es gibt Campingplätze, habe ich darüber berichtet, tatsächlich in, wo war es, Sanremo? Ja. Keine Hunde, muss man sagen. Aber man darf hier Hunde? Der Hund ist ja nicht das Problem. Das Herrchen ist ja manchmal das Problem. Ist das so? Ist leider so, ja. Muss man sagen. Und man muss, also es ist so, dass wir halt die Hunde schon immer erlaubt waren. Und gehen wir mal ein Stück hier von der Rezeption weg. Die müssen ja was arbeiten. Und wir versuchen das im Einklang zu kriegen, dass die Leute halt im Endeffekt mit Hund Urlaub machen können, aber die anderen nicht belästigen. Und da bitten wir ja auch immer die Hundebesitzer, ein bisschen tolerant zu sein. Nicht jeder mag Hunde und jeder möchte beschnuppert werden. Und stimmt, ja. Landesgartenschau ist ja im Moment gerade. Ja. Ist das hier die Gitzgartenschau so ein bisschen? Das heißt, ihr habt gute Gärtner? Wir haben die Claudia als Gärtnerin bei uns schon seit einigen Jahren. Und die hat das hier, das Grüne im Griff. Und die Natur ist, wie du siehst hier, mit Bienchen und Wespchen völlig intakt. Und wir haben natürlich die Gartenschau unterstützt. Und du kannst dich hier inspirieren lassen und dann unten die Gartenschau mit Bodenseeblick genießen. So, das ist die Einfahrt. Man fährt also hier rein. Dann ist das so eine Art Einbahnstraßensystem, wo man einmal drumherum fährt. Hier vorne was ganz, ganz Wichtiges. Das ist der Gitz Supermarkt. Da ist ein ganz, ganz toller, ich sag mal, Mann, der das Ganze schmeißt mit seinem Team und der morgens immer früh aufsteht. Ich habe ihn sonntags morgens gesehen. Ja, da war er schon hier um 5:30. Hat die Brötchen angeschmissen. Gute Laune versprüht, nehme ich an. So, keine Hunde und kein Eis. Schade, ich wollte gerade ein Eis kaufen. Ja, raus darf man es ja mitnehmen. Also, du musst das Eis mitnehmen. Das war Spaß. Musst es kaufen. Hier ist schon, und wenn du nachher noch einen Snack möchtest, Udo hat die Currywurst. Udo hat die Currywurst? Jetzt hat er nur Brötchen. Hallo Udo, ich grüße dich. Es gibt gleich was zu knabbern. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist und die Maske mal ein kleines bisschen runterziehst. Zack. Du gehst jetzt eh raus. Hallo Udo, wir werden dich später noch besuchen. Du hast die berühmte Currywurst hier. Anscheinend ist sie berühmt, ja. Die ist da vorne, gell? Gibt's die? Das ist da? Ja. Genau. Ja. Das werden wir gleich noch sehen. Udos Hütte. Tschüss Für Udo erstmal. Für den schnellen Snack auf die Hand. So, jetzt gehen wir mal hier Joe suchen. So, ich zeig das mal gerade. Denn was darf natürlich nicht fehlen, das sind frische Brötchen und da habt ihr spezielle Brötchen. Was sind das für Brötchen? Kaiserbrötchen? Das sind Kaisersemmeln. Semmeln. Wir sind hier in Bayern. So, das ist übrigens dieser Ventilator. Ich zeige ihn mal gerade. Ja. Der bläst denn direkt aus der Brötchenfabrik diesen Duft nach draußen. Ihr wisst gar nicht, was er den Leuten da antut, ja? Wenn die da morgens... Wir meinen es doch nur gut. Wir meinen es nur gut. Das ist reine Promotion. Man kann natürlich auch Seele kaufen. Das ist hier Spezialität. Und Weltmeisterbrötchen. Ja. Also Kartoffel und also natürlich in Bayern dürfen die Brezeln nicht fehlen. Und wo haben wir denn der Rest der Meute? Ist Joe out da? Ja, der Joe ist auch da. Der soll doch mal gucken. Oder der Thomas Pippus. Der hat ihn seit wie vielen Jahren sind Sie schon da? Ich bin Rentner. Ich bin Rentner. Stark. So, hier vorne sieht man es. Habt ihr auch Croissants? Ja, Buttercroissants. Buttercroissants, wo? Darf ich die mal sehen? Weil die sind nämlich bei mir in Frankreich, sind die nämlich immer weg, wenn ich komme. Das ist witzig, bei mir in Frankreich. In Frankreich sind die Schokocroissants immer noch da und die Buttercroissants sind weg, ja. Das ist. Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. So, ich komme mal kurz hier rum. Dein Name? Mirsad. Yes, Spitzname Joe. So, du bist Unternehmer durch und durch? Geschäftsführer. Genau, so ja. Ist das. Wichtig ist, es muss ja alles immer perfekt sein hier. Du hast gewusst, die Kamera kommt heute? Das habe keiner gewusst. Ja, aber trotzdem steht jetzt hier der Prinz Likör Café. Ich zeige das mal gerade. Ist der hier beliebt? Ja, schon bei den Männern beliebt. Das ist Männerlikör.
Stark und authentisch steht drauf. Dann ganz wichtig, Aperol. Wir haben schon der Prozente, 37. Das ist richtig für den starken Männer. So, Aperol Spritz hast du. Ganz toll ist bei dir das Gemüse. Das hast du mir erzählt, du legst also ganz großen Wert auf gute Qualität beim Gemüse. Gerade wir sind jetzt so bei der Paprika, Gurke, Zucchini, Tomate, Zwiebel, Kartoffel, was braucht man. Alles, was braucht, ich glaube, so einen Campingplatz. So, der Kopfsalat für 1,70. Preise sind auch zivil, habe ich gesehen. Du hast viele, viele frische Produkte, wenn man mal was haben möchte. Das heißt also, hier vorne hast du den guten Bresso. Ja, so die Direkt-TK-Produkte, wir haben keine. Aber alles von dem frischen Ware ist hier. Das kann man. Ach, das ist, das du kannst Grillfleisch hier holen natürlich. Das ist direkt vom Metzger, gell? Würstchen, das sind alle direkt vom Metzger, hier ordentliche Qualität. Und Heidrun, da drüben kannst Heidrun, du den Salat holen Heidrun, und dann kannst du essen. Heidrun, du musst mir mal gerade die Tür öffnen, bitte sei mal so lieb. Wohin? Ich muss mal gerade bitte die Tür öffnen. Nein, ich zeig mal gerade hier die Wurst. Das ist eine Blutwurst und Leberwurst, die mit drin ist. Und hier vorne hast du natürlich die Landjäger. Die sind hier übrigens, wenn die frisch gemacht. Das ist bei uns kennt man die ja nur abgepackt. Und dann hast du hier die große Auswahl. Du kannst hier für jeden das Richtige. Ein Bauch auf den Grill schmeißen oder ein Rinderhüftsteak oder Pute natürlich. Für jeden was dabei. Ich glaube, es ist wichtig, dass du den Platz nicht zwingend verlassen musst. Das ist so der, dass Leute, die sagen, ich will hier bleiben. Wichtig natürlich nürnbergerlich. Little Red muss hier natürlich auch her. Ihr habt ein riesen Getränkelager. Ja, gehen wir darüber. Ist Joe schon wieder weg? Das ist fast ein Getränkemarkt. Das ist ein Getränkemarkt, hat auch die gleichen Preise wie im Getränkemarkt. Also die Leute brauchen bei uns keine Angst haben. Natürlich sind wir nicht, wie soll ich sagen, der Discounter mit A. Aber die Preise sind ordentlich und durchaus normal. Man braucht also von zu Hause nichts mitschleppen. Und er hat noch einen Kühlraum. Das ist ja nicht alles hier. Sag mal, wo ist der? Der Kühlraum ist vorne. Es gibt übrigens auch Saft. Ne? Saft habt ihr auch. Sagen, ne? Es gibt auch Saft. Genau. Vom Bodensee hier, also das ist für den Kater und das ist für die Kinder. Wie im Flugzeug. Und das Bier ist natürlich auch regional, muss man auch dazu sagen. Was ist das für ein Bier? Was trinkt man hier? Entweder Farni, Hofgutbier. Ja. Oder Meckatzer, hat auch der Udo draußen. Habe ich schon oft gelesen, ja, Meckatzer. Ja. Und da gibt es auch Radler. 00 habt ihr auch. Ja, kleine Fläschchen. Da vorne ist 00, das wird ja immer beliebter. Das ist jetzt nicht so, eben aber Erdinger alkoholfrei ist ja auch isotonisch und auch für Schwangere geeignet. Also nicht für die Kinder. Ja, kann ich nicht mitreden. So der. Ja, da musst du noch üben. Ja? Und guck mal hier, Red Bull, Visana Meer. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, da okay. Da rate ich jedem von ab. Meine Kinder haben Verbot. Das hier sind Weine hier aus der Region oder Württemberg? Dann zumindest Württemberg. Das größere Regal. Schau mal, wir haben hier vorne noch mehr. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Das den sind die großen Flaschen. Den haben wir hier. Der Landwein. Ja, warum zeige ich das übrigens? Denn ich glaube, ein hier Stück Lebensqualität. Schau mal, das ist der vom Bodensee. Da sind die Bodenseeweine. Rot, weiß, trocken, Spätburgunder, alles da. So, der hat auch natürlich hier so viel Umsatz, dass er auch normale Preise machen kann. Das ist ja ganz wichtig, das glaube ich. Das hoffe ich doch, dass er nicht verhungert bei uns. So, und wir haben natürlich auch das passende Knabberzeug zum Allehol. Also Aperol Spritz gibt es nicht nur im Wirtshaus, sondern kann man sich natürlich auch selber mixen. Ein bisschen Knabbersachen dazu. Dann geht es weiter mit dem Frühstück. Und Nudeln und Tomatensauce gibt's, muss natürlich immer geben, Süßes. Und da drüben kriegst du, wenn du so ein paar Sachen vergessen hast, auch Shampoo und Fliegenklatsche. Ach so, falls das mal so ist. Weil oft ist ja so, man hat vielleicht Batterien nicht dabei oder hier für die Damen. Ja, und das Kühlregal. Das ist bitte geschlossen halten. Das ist Heidrun geschützt. Ja, da gibt's auch Tannenzäpfchen. Ach so, hier kann ich mein Bier direkt gekühlt rausholen. Ist das dann teurer? Oder? Nein, nur für dich, Sven. Nur für mich kostet es mehr. Nein. Nur, also wer dumm fragt, kriegt vielleicht auch mal eine dumme Antwort. Aber sonst ihr habt hier das Gösser-Bier aus Österreich? Naja, Dose. Manche stehen ja auch auf Dose noch. Wir sind ja tolerant.
Da kommen wir übrigens auf das Thema Recycling. Ihr habt einen großen Recyclinghof und da auch ganz große Ermahnungen. Trennt doch bitte, weil viele, ihr habt so einen Restcontainer, werden wir gleich mal drauf eingehen. Sehe ich denn immer wieder Tüten mit allem drin? Wir verkaufen sogar bei uns im Shop eine Trennblume, damit die Leute auch im Wohnwagen schön ihren Müll trennen können. Und hier gibt es auch das Lindauer Hell. Ja. Das gibt es im Wirtshaus vom Fass. Toll. Zum Mitnehmen von der Tasche. Von der Inselbrauerei Lindau. Genau. So, jetzt schnell raus. Ja. Eis. Ah, komm, ich schalte mal kurz hier rein. Was ich toll finde, ist, ihr habt auch das günstige Eis. Im 1-Liter-Gefäß. Das heißt, also wenn jetzt eine Family kommt und sagt, ich will jetzt mal hier schnell, so heiße Himbeeren. Genau, alles da. Und was Tolles gibt's neu. Fruby. Was ist das? Ein Bio-Eis, vegan sogar. Okay. Und ist aus reinem Fruchtsaft. Ist hier hergestellt und wird hier verkauft. Natürlich. Boah, es ist lecker. Das kenne ich nämlich. Vegane Schoko. Das kenne ich vom Eismann. Das ist bei uns immer direkt weg, wenn das kommt. Das sind so kleine Sachen, die dann kommen. Aber wie gesagt, sehr gute Qualität vom Bodensee. So, wichtigste überhaupt, die Fliegenklatsche. Naja, Mutter muss dich schneller bewegen, dann tun sie dir auch nichts. So, wir werden gleich mal zeigen, denn ihr habt einen eigenen See. Und dieser. Oh, guck mal hier. Da sieht man, also ihr habt wirklich von bis vom Publikum her, ihr habt auch die Bunte, was ist da gerade? Und die Gala, nee, ich lese immer die Gala. Die Gala liest du? Unverschämt teuer, aber irgendwie geht's immer. Was kostet die? Das volle Leben, schau, wie am Gitzenweiler Hof, wir sind voll in. 3,70 Euro. Nee, den Preis durfte du dir nicht anschauen. Nee, du hast eben gesagt teuer. So, Rentnerin mit Haus weggeschwemmt. Nee, das ist Gott sei Dank nicht bei uns. Merkel. Und wir haben natürlich auch das passende Planschezeug und Quatsch für die Kinder. Ein bisschen aufräumen hier. Bull spielen, Sandeln, was die Kinder noch so möchten. Ah, Tischtennis, wir haben Tischtennisplatten. Kannst hier ja noch deinen Schläger kaufen. Okay. Ne? So, schnell raus. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Öffnungszeiten bei dir? Bei uns ist ab 7:30 bis 12 und ab 14 bis 18. Jeden Tag? Jeden Tag. Auch sonntags? Aber Sonntag ist auch ein Tag. Ja. Tschüss. Ciao. So, ihr habt einen eigenen Song? Jawohl, jetzt geht's los mit dem Gute-Laune-Start in den Tag. Wollen wir mal rüber zur Animation gehen? Können wir machen, ja. Wir müssen nur gucken, nicht, dass die GEMA uns einen Strich draus macht. Hast du die GEMA-Rechte? Ja. Das ist unser eigener Song. Den haben wir selber komponiert. Der Text ist von mir und das haben wir im Team eingespielt, im Tonstudio. Also ist alles uns. Und den haben wir schon eine Weile. So, wir stehen jetzt aber hier gerade im Moment. Das ist so ein zentraler Ort, oder? Ja, das ist der Elefantenplatz. Hier steht auch die Bühne, die sonst immer bespaßt wird. Es ist das Restaurant da, Udos Hütte, der Spielplatz, das Schwimmbad und eben der Gitz-Treff mit der Animation. Guten Morgen! Wie geil! Und es kommen viele gut. Ihr hattet ein bisschen Pech die letzten 2 Wochen mit dem Wetter. Jetzt die ganze Woche schön, oder? Wir machen immer Programm, auch Regenbogenprogramm. Lass uns doch vom Wetter nicht ärgern. Und jetzt habt ihr Lust zu tanzen? Ja! Ich habe jetzt 2 Alte hier, Ivana und Walter, und die verstehen mich so gut. Habt Lust zu tanzen? Ja! Guten Morgen. Also, mit dem ersten Tanz tanzen wir Ich bin eine Tasse. Ich bin eine Tasse. Das ist bei unseren Animateuren alles in Ordnung. So, schnell weg. Wir müssen der GEMA entflüchten, leider. Aber wir zeigen mal gerade, was ganz schön ist. Denn ihr habt ein eigenes Schwimmbad hier, gell? Ja, was auch sehr beliebt ist. Also die Leute waren enttäuscht, als es geschlossen war zu Corona-Zeiten. Ja, denn das ist ziemlich toll. Das Drama. Es ist auch beheizt, gell? Es ist auch beheizt. So, wenn man das Ganze hier sieht. Gewesen dabei. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Viele fahren ja an den Bodensee und wollen ins Schwimmen gehen, finden das zwar ganz nett, aber hier das Schwimmbad ist der absolute Hammer. Also ich habe Leute gesehen, die sind hier angekommen, es war spät nachmittags, das allererste, was die gemacht haben, Caravan abgeschlossen, Badesachen an und sind hier ins Schwimmbad rein. Ja, unser Schwimmbad ist nämlich beheizt im Gegensatz zum Bodensee. Und wer denkt, zum Bodensee, der heizt sich mal eben schnell auf. Das kannst du vergessen, ja. Ja, das wird nichts. Und das Schöne ist, bei uns kann man die Kinder laufen lassen. Also man sollte natürlich auf sie Acht geben, aber das Wasser ist nur 1,35 Meter tief und hat von 8 bis 20 Uhr geöffnet und wie gesagt schön beheizt. So, wir gehen mal kurz vorne hin. 31 auf 25 Meter. Also du kannst auch eine Bahn schwimmen. Kannst du eine Bahn schwimmen. 1,35 Meter, das ist auch selbst für die Tiefe. Tiefe, ja.
Ach so, Länge. Nee. Guck mal gerade. So, hier vorne ist es. Ein richtiges Schwimmbad. Man kann aber die Bahnen beim 1,35 Meter, es geht, oder? Ja, du läufst doch nicht, du schwimmst doch. Ja, du, ich bin ja nicht so sportlich wie du. Im Saarland gibt es nicht so viel Wasser. Hm? Nee, keine Chance. Hier ist du. Es gibt was ganz Tolles, ihr macht Aquagymnastik ab und zu. Ja, das ist nachher um 10.30 Uhr ist immer irgendein Fit-Angebot mit der Animation. Entweder Aquafit oder Yoga oder Gymnastik oder immer entsprechend angeboten. Und das wird sehr gerne genommen. So, ne? Spiele ja. Im Pool. Sehr geil. Ihr habt eine große Liegewiese. Ist ja auch ein Bademeister? Nein, das nicht. Okay, das heißt, die Kinder also müssen selbst darauf achten. So, das heißt, die Eltern, die da sind, die müssen dann schon gucken auf ihre Kinder, sollten auch dabei sein. Die müssen genau, laut müssen. Gesetz. Durch Corona bedingt hat der Herr Söder festgelegt, dass Kinder unter 12 Jahren nicht unbeaufsichtigt zum Schwimmen gehen dürfen. Okay. Das steht gesetzlich festgelegt. Ja, klappt meistens. Da darf ich mal was fragen. Wir sind in Bayern. Ja, wir sind in Bayern. Lindau ist in Bayern. Ist aber hart an der Grenze hier. Baden-Württemberg. Sind wir stolz drauf. Wie weit ist das weg, die Grenze? Wir sind umzingelt. 10 Kilometer in die eine Richtung haben wir Österreich, 10 Kilometer in die andere Richtung haben wir Baden-Württemberg. Und quer über den See haben wir die Schweiz. Die Schweiz, ja. Wir verteidigen das bayerische kleine Stückchen 10 Kilometer Strand sehr, wie soll ich sagen, deutlich. Ja, toller. Also Schwimmbad, das gefällt mir schon mal. Fußball, Golf hier mit drin. Was die Leute lieben hier, und ich habe mit vielen Familien gesprochen, ist die Animation. Das heißt, die sagen wirklich, Thema Animation, du kannst die Kinder hier teilweise auch abgeben bei schlechtem Nein. Wetter. Nein, darf man nicht. Da gilt dasselbe wie beim Freibad. Bitte unter Aufsicht. Es wird nicht immer so. Nein, wir machen Bespaßung und keine Aufsicht. Wir sind ja kein Kindergarten oder keine Erziehungsanstalt, sondern wir sind ein Campingspaß. Und die Kinder können kommen und machen mit beim Programm, aber wir können nicht aufpassen bei 100 Kindern, ob jetzt alle da bleiben. Und wir wollen sie ja nicht an die Leine nehmen und einsperren. So, der Fender, ganz wichtig. Ich glaube, wer hier ist. Die Richtung. Die Richtung, ja, aber ich zeige mal das Bild. Ja. Das ist der Ausblick vom Fender. Ja, das ist aus der Gondel schon gemacht, das Bild. Es ist wunderschön. Also ein Besuch in Lindau ohne den Hausberg in Bregenz, in Österreich zu besuchen, ist eigentlich die Hälfte verpasst. Guten Morgen. So, es sammelt sich ja mittlerweile alles hier dran. Jetzt fangen die Ferien an bei euch, Baden-Württemberg, Bayern, jetzt relativ spät, oder? Ja. Wir sind immer die Letzten im Jahr, aber ja. Also jetzt sind gerade die Hessen, glaube ich, neu dazugekommen. So, wir werden auch mal zeigen. Heute gibt es ja die Massage auch noch mit dabei. Hat meine Frau direkt mal gebucht. Ich zeige das mal gerade. Die Massage auf dem Gitz, da ist es, mit der Ivana. Und ja, die Kinder stehen schon hier vorne. Das ist nicht schön. Also wenn hier mal die Musik losgeht, dann macht es wirklich Wuff und aus allen Richtungen kommen die Kinder angerannt. Es gibt ja auch schon mehrere Generationen. Da waren die Eltern waren schon hier teilweise und bringen die Kinder mit. Das ja, und viele sagen auch, sie möchten mal woanders Urlaub machen, aber die Kinder machen dann den Terror. Über den Gitzenweiler Hof und den wunderschönen Bodensee. Also nicht erschrecken, er beißt nicht, er ist ganz freundlich. Wer mitmachen will, freundlich lächeln und winken. Wer nicht mitmachen will, umdrehen und winken. So, deshalb machen wir jetzt nochmal den Gitz-Song. Gerne. Unser Clublied. Und dann wünschen wir euch viel Spaß für heute. Ja, es ist Sommer. Und es ist wieder mal so weit. Es treffen sich jung und alt, wie jedes Jahr, und genießen hier die Zeit auf dem Bauernmarkt. Sterbt man sich für den Tag, von der Erholung bis zum Ballspaß, ist für jeden was bereit. Bei Lindau hier am Bodensee genießen wir die Zeit. Mit Ritter Ulrich geht's zum Ritterfest. Zeit für sich.
wir beim Angeln. Das Anne ist so. Erholung pur. Und wenn es Abend wird, dann gehen die Lichter an. Auf der Bühne gibt's ne Riesenshow. Vielleicht Musik. Anne so. Bei Lindau hier am Bodensee. Mit Ritter Ulrich geht's zum Ritterfest. Oh, 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 oh. Gibt's Jahre von dem Gipsenweiderhof. Bei uns ist viel geboten. Wahnsinn! Hi, alles klar? Ja, jetzt. Sehr schön. Ja, ihr habt einen Hammer-Spielplatz auch. Das ist, wer sich ein bisschen auskennt, das ist richtig teuer, sowas auch in Betrieb zu halten. Ja, wir haben nicht nur einen Spielplatz, wir haben drei. Drei Stück? Ja, willst du mal gucken gehen zu unserer Sportecke? Ich würde mal gerne über diesen Spielplatz mal ganz kurz gehen, denn der ist nämlich auch geeignet von ganz klein bis ganz groß, ja, gell? Und die Sportecke gehen wir gleich. Genau, wir haben hinten die kleineren Spielgeräte und hier vorne die Sachen zum Klettern. Zum Klettern? Mal gucken. Ja, ich gehe mal kurz schauen. Dass wir das mal sehen. Das ist eine der Gastronomien, die ihr hier habt. Ihr habt drei Stück. Ja, das Wirtshaus hier am Gitzenweiler Hof, das machen wir selber. Natürlich mit bayerisch-schwäbischen Spezialitäten, wie sich das gehört. Und Lindauer Bier und Lindauer Fruchtsaft. Beispiel hier, eine Spezialität. Was wird hier gern gegessen? Zwiebelroschbraten mit Spätzle und Soße. Preis von dem ungefähr? 1980. 1980. So, dann Sandkasten. Katzen und Hunde bleiben draußen? Ja, wir haben einen Zaun drumherum. Das ist leider so. Die müssen daheim spielen. Ah, da vorne, ja. Das ist Trampolin. Da zahlt man, glaube ich, 1 Euro. Und dann kann man 10 Minuten oder was kann man? 7 Minuten springen für 1 Euro. Und das macht den meisten sehr viel Spaß. Ja, das war ganz wichtig. Stecken im Häuschen. Das ist übrigens das Einzige, was... Die können sich natürlich auch hier hinsetzen und den Kleinen zuschauen. Oder sie können hier oben rechts über deine Schulter einen Kaffee trinken. Ja, das ist besonders gemein. Sie können den Kindern beim Spielen zuschauen, genau. Können aber auch ein Bierchen trinken. Alles im Griff. Das ist so. Das ist aber hinten das Trampolin. Ist das Einzige, glaube ich, was Geld kostet. Ihr habt das gemacht, weil ansonsten wäre das Trampolin immer voll. Dauerbelegt. Ja. Und so können die Kids sich auch mal abwechseln, gell? Genau. So, toll finde ich auch hier. Es ist weich, wenn man fällt. Fällt man weich? Im Regelfall ja. Also... Es passieren schon mal Kleinigkeiten, aber... Ja, ist ja normal. Ich meine, das sind Kinder. Kann immer mal passieren. Das kommt überall vor. Hi, Ton, komm. Wir haben noch... Zum anderen Spielplatz. Beziehungsweise, du hast mir erzählt, ihr habt noch so eine Sportecke. Eine Sportecke. Genau. Tischtennis, Volleyball, Fußball und natürlich ein kleiner Spielplatz. Für jedes Alter, von klein bis erwachsen. Wenn ich jetzt hier sitze, muss ich hier was kaufen oder kann ich auch selbst was mitbringen? Ja, hier darf man sich hinsetzen. Man kann sich hier drüben bei Udos Hütte... Den haben wir gerade im Supermarkt getroffen, auch was zu essen holen oder was zu trinken. Man darf sich auch so hinsetzen und selber was mitbringen. Oder eine Pizza oben holen oder im Wirtshaus was holen. Das ist übrigens eine große Anlaufstelle. Mein Sohn, das Erste, was er kannte, war die Pizzeria. Ja, sehr lecker. Bei Leo und Domenico Cataldo. So, da hat der Pizza-Angebot einmal Take-out. Man kann sich aber auch reinsetzen. Natürlich. Das geht auch. Wollen wir mal gucken gehen? Die sind schon da. Sind schon da? Ja, wollen wir mal einen Espresso schnorren? Oh, mein Gott. Das Morgen, Sigi. Sag's. Ruhetag. Guten Morgen. Aber alles gut? Ja, klar ist alles gut. Fit. Immer fit. So, ich zeig das mal gerade. Trotzdem, du hast einen Regenschirm dabei, oder? Ja, den habe ich mir mal ausgeliehen letzte Woche. Okay. Na, jetzt geben wir wieder zurück. Jetzt gehen wir wieder zurück. Also denn heute ist Montag, Ruhetag, aber wir gehen trotzdem mal gucken. Aber ich zeig's mal gerade, die Pizza Margherita für 5,80 Euro, die übrigens in der... Zum Mitnehmen, aber. In der Pfanne gebacken wird. Das ist so, die schmeckt so gemein. Echt? Ja, ist wirklich so. Die kommt in den Pizzaofen rein, ist in der Pfanne drin. Dadurch wird der Boden so praktisch karamellisiert so ein bisschen. Dann hat er hier einen Außenbereich. Du machst keine Kochvideos, oder? Doch, ich mache auch Kochvideos. Morgen. Aber gibt nichts Schlimmeres wie Pizza, die nicht schmeckt. Und das heute ist der... Montag. Morgen müssen wir noch mal kommen, da gibt es auch was. Und es riecht komplett hier nach Pizza hier drin. Der Michele ist schon da. Guten Morgen. Schau mal. Kurz mal überfallen hier. Sag mal Hallo. Michele, sag mal Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Michele. Bitte sag mal Hallo. Hallo. Ja, ihr habt hier eine Pizzeria. Ich kann auch ganze Sätze.
Genau. Ich habe das eben erzählt, ihr macht die in so einer Pfanne rein, die Pizza, ja. Da schmeckt die so lecker, weil der Boden wird mit dem Fett nochmal praktisch so verschmolzen. Ja. Und die wird ganz knusprig. Ja. Ja. Aber ich bin kein Pizzabäcker. Du bist kein Pizzabäcker? Nee. Okay. Du bist schon lange hier in Deutschland? Ja. Hier geboren, oder? Nein. Okay. In Italien geboren. Ich habe gesehen, ihr sprecht hier italienisch miteinander. Das heißt, das ist eine echt italienische Pizza, die ihr macht? Ja. Okay. Du kannst was anderes außer ja und nein? Sag mal, ist es warm heute draußen? Buongiorno. Papà Lari Italiano. Si. Okay. Da sag mal, für die italienischen Gäste ist es wunderschön im Gitzenweiler Hof. Ja? War das Italiano, oder? Nee. Sag doch mal auf Italienisch, übersetz doch mal, dass wir unsere italienischen Gäste auch hierher ziehen können. Wie schön, kannst du nicht. Wie schön, da Gitzenweiler Hof. Ist nicht so schlimm. Komm, wir zwingen ihn nicht weiter. Ist aber auch gemein, weißt du, wir überfallen die Leute dann und dann sag mal was. Ja. Das ist die Uhrzeit für einen Gastronomen sehr früh am Tag. Meistens sind die ja so gegen 8, 9 Uhr sind die am Großmarkt, kaufen ein. Was man hier vielleicht noch betonen kann, ist das hausgemachte italienische Eis, sehr lecker. Ja, gibt es hier in zahlreichen Sorten. Ja, ist unglaublich beliebt, wie man sieht. Sieht man jetzt leider, ja, ausverkauft schon am frühen Morgen. Ist schon nicht vorbereitet. Nee, ist nicht schlimm, heute ist ja Montag. Heute ist der Italiener nicht da, aber die anderen Tage. Let's go! Schau mal, was für ein schöner Blick. Warte, ich zeig's mal. Und der Elefant, du hast unseren Elefanten noch gar nicht gezeigt, Fanny. Erzähl mal, ihr habt ja hier keine Kosten und Mühen gescheut und habt Grafiker beauftragt, Maskottchen zu machen, Elefanten und so weiter, aber das macht es ja auch so ein bisschen aus, oder? Upsala. So, sie kommen mal gerade, ich nehme an dich mal gerade. War die Geschichte? Ja. Ja, ich mach zu. Sie macht zu. Ja, die Geschichte? Also, der Elefant war ja als erstes da. Also dieser Bronze-Elefant vom Imre Worgo ist ein, ja, ist im Grunde hatten wir mal eine Galerie. Und mein Vater hat den Imre, diesen Künstler aus Ungarn, betreut und gemanagt. Und dann haben wir den Campingplatz gekauft und dann sagte mein Vater, wir brauchen jetzt auch noch was Ordentliches hier, was für die Kunstinteressierten. Und dann hat Imre mal den kleinen Fani gemacht. Schau, hier steht der Name, sein Fuß. Und der kleine Babyelefant soll halt den Spaß bringen. Und Urlaubsstimmung. Der ist wahrscheinlich unkaputtbar, oder? Und der ist aus Bronze? Aus Bronze, ja. Wir machen Schätzungen, deshalb darf ich nicht verraten, wie schwer er ist. Da machen wir Kinderrallyes und dann fragen wir, wie schwer der ist. Und aus dem Elefant hat sich natürlich unser Gitz-Art entwickelt und jetzt haben wir den Fani auch als Walking Act und Plüschfigur mit zum Nachhause nehmen. Und Gläser haben wir noch, Schnapsgläser mit dem Fani zum Mitnehmen. Oh, das ist ein schönes Haus, hat schöne Fensterläden. Ja, ist das, historisch, ist das Haus hier? Nein, das Haus ist nicht nur historisch, aber diese Fayence-Wappen, da von derer von Haider zu Gitzenweiler. Wir können da mal durchgehen, ja. An unsere Energiezelle vorbei, wo man das Handy aufladen kann. Okay. Geh links rum. Charging-Station. Dann bist du hier. Hier oben das Fayence-Wappen derer von Haider zu Gitzenweiler. Das ist eine sehr berühmte Familie. Der Valentin Haider hat auch den Westfälischen Frieden unterzeichnet. Und die Abkömmlinge, der Daniel, hat hier auf den Höfen zu Gitzenweiler gelebt. Im 17. und 18. Jahrhundert. Aber der Gitzenweiler Hof geht ja auch viel länger zurück. Wir haben eine Chronik seit 1384. Die Höfe zu Gitzenweiler. So, und wenn man sein Fahrrad nicht mitgenommen hat, hier kann man eins leihen. Sogar E-Bikes habt ihr, E-Mountainbikes und Trekkingräder, ja. Tiefeinsteiger, alles. Alles und Kinderanhänger und natürlich auch so kleine Stadtflitzer. So Rollerchen. Ja. Das ist der Fahrradverleih Unger, wo wir froh sind, dass wir jemanden haben, der das für uns macht. Weil wir haben genug zu tun mit dem Campingplatz und dann brauchen wir das nicht auch noch machen. Hier ist Wolfgang, der ist auch Wolfgang. Hallo Wolfgang, ich grüße dich. Ich mache mal gerade ein bisschen Werbung für dich, ja. Das ist aber nett von dir. Ja klar, das mache ich auch gerne, denn Fahrradfahren hält ja auch, ist fit und der Vorteil ist, dank E-Bike fahren die Leute viel mehr jetzt, oder? Das ist korrekt. Ja. Wird sehr oft genutzt. Du hast viele Tiefeinsteiger auch? Ja. Auch das, okay. Speziell für unsere Damen, die mögen das. Okay. So. Ich muss sagen, die Preise 25 Euro, das ist recht zivil, wenn man das vergleicht mit vielen anderen Regionen. Dafür kriege ich ein E-Bike den ganzen Tag. Viele sind ja noch nie E-Bike gefahren. Was ist denn so die erste Reaktion? Was sagen die, wenn die auch draufsteigen?
die finden es cool, vor allen Dingen hier in dem Gelände runter zu nach Lindau geht es bergab und dann berghoch. Ja. Und vor allen Dingen dann noch mit Anhängerbetrieb, Kinderanhänger und Hundeanhänger, geht alles, klappt hervorragend. Das heißt, ich mache einen Ausflug. Du hast aber auch Kids-Kinder-Fahrräder, hast du da, gell? Jede Menge, jede Größe. Alles klar, so. Wir sind weg, vielen Dank erstmal. Alles gut. Tschüss. Gute Zeit schon bezahlt. So, gehen wir mal kurz weiter. Denn das finde ich nämlich total wichtig, ja. Wenn jetzt zum Beispiel einer mitkommt, dann haben vielleicht die Väter haben die E-Bikes mit dabei und hier kann jeder seinen Spaß haben. Doch, doch. Also eben, und das ist ganz praktisch, dass man das ausleihen kann und alles hier vor Ort hat. Und manchmal hast du ja auch keinen Platz mehr auf deinem Gepäckträger oder das Auto ist schon voll beladen und die Fahrräder fehlen noch. Und du brauchst sie auch nicht 14 Tage, du brauchst dann mal einen Tag, zwei Tage, wo du einen Ausflug machen willst, dann ist das doch ganz praktisch. So. Das kleine Entsorgung. Autochen macht hier seine Entsorgung und Frischwasser tanken. So, kann Vorteil ist auch, es steht schon direkt schräg. Das heißt, derjenige muss auch seine Anlage nicht rausdrehen und so weiter. Guten Morgen. Hallo. Alles gut? Alles gut. Ja, ist das schön hier am Gitzenweiler Hof? Das ist klasse. Warum ist das so schön? Schöne Umgebung. Ja. Kinder. Und ich habe gesehen, die Entsorgungsstation, die steht schon ein bisschen schräg. Das hatte natürlich einen Vorteil, oder? Wo der Tiefpunkt ist, kann ich noch nicht mal genau sagen für uns. Tschüss. Toll. So, das heißt, hier kann ich Wasser holen, kann meinen Schwarzwassertank entleeren und so weiter. Hier natürlich auch. Ganz wichtig sind eure Häusle, nenne ich es jetzt mal. Marias. Gucken wir mal, ob eine Familie schon wach ist. Gehen wir mal ein bisschen weiter hinter. Ja, gerne. In die zweite Reihe. Mal gucken, ob da schon jemand rausspitzt. Da sind nämlich die Vorhänge schon offen. Hm. Hast du was organisiert für mich? Nee, noch nicht. Aber nee. Da, ich sehe schon Füße. Der ist hübsch. Da gehen wir mal vorsichtig fragen. Das sind frag doch mal Florian, wie die Varias sind. Hallo Florian, das hier sind Varias, das sind so, ich sag mal, Eigentumswohnungen, kann man so fast sagen. Neudeutsch, Glamping, Häuschen. Ist das schön, hier drin zu sein? Habt ihr mal Probe gewohnt? Wir haben mal Probe gewohnt im letzten Jahr, ist alles drin, Küche, Schlafzimmer, eigene Dusche, natürlich am Campingpark der große Vorteil. Also wenn man noch kein eigenes Fahrzeug hat, kann man hier mal testen, ob es einem denn am Campingplatz gefällt. Und du musst nichts mitbringen hier, das heißt nur die eigenen Sachen? Nichts, alles vorhanden. Waschmaschine auch noch? Nee, sowas nicht, aber ja, das schafft man ja mal ein paar Tage ohne. Ansonsten gibt es ja eine Waschmaschine am Platz. Die sind auch schön gemacht, das heißt, ihr habt die außen entsprechend verkleidet oder kamen die so? Da, ja, weißt gute du nicht. Frage, die haben wir entsprechend verkleidet. Guten Morgen! Hier haben wir einen Freiwilligen. Echt? Ich zeig das mal gerade, wie Entspannung aussieht, ja, heute am... Ist das schön hier? Du liest Charles Bukowski. Ja. Ich glaub's nicht, ja. Ein echter Mann. Das Liebesleben der Hyäne. Ja. Das ehrt dich schon mal, ja. Auf jeden Fall, ja. Ist aber schön, man sitzt hier, man entspannt sich. Der Kaffee ist schon da gewesen? Der war schon da, genau, ja. Kids dabei? Kinder sind dabei, die sind jetzt bei der Kinderbetreuung. Ja. Okay. Das heißt, du hast jetzt etwas Ruhe. Genau, und kann nicht jugendfreie Literatur lesen. Ne? Ja gut, das weiß ja keiner. Also eher so in unserem Alter kennt man das noch, ja. Darf ich mal reingucken in dein Haus? Nur ganz kurz, einmal kurz reinhalten? Oder ist dann da vorne noch drin? Die ist gerade tatsächlich drin, aber wir machen mal, ich melde. Weil das interessiert mich jetzt mal ich sag mal angekündigt, mal reingucken zu dürfen. Hier vorne ist übrigens der Nagellack schon drauf. Sehr schön. Oh, Heidrun, du bist echt eine Marke. Ja, guten Morgen. Ich konnte nicht schnell genug Nein sagen, aber ich finde ihn sehr sympathisch. So, hier vorne, er hat sein eigenes Bier mitgebracht, oder? Kölsch? Nee, das ist tatsächlich, habe eine Kiste Mühlenkölsch bekommen, damit ich das zu Hause in Köln zurückgeben kann. Okay, sehr schön. Zur Küche ist dabei. Große Küche, dann ein Tisch ist mit dabei. Man fühlt sich, ich sag mal, man hat Platz. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Das geht dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier ist hier auch noch ein Kinderschlafzimmer. Also hier ist ein Schlafzimmer für die Kinder. Für die Kids mit dabei. Mhm. Es fühlt sich so frisch an. Ist hier auch eine Klimaanlage drin? Oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das geht auch so, wenn man lüftet. Wir haben keine Klimaanlage angeschmissen. Schon ein großer Kleiderschrank mit drin. Ein Rausfallschutz. Guten Morgen. Hallo. Ist das schön hier? Ja, sehr schön ist hier. Das heißt, man reist an, man muss nichts mitbringen, kein Campingwagen, kein Wohnmobil, zieht hier ein, zieht wieder aus. Muss man sauber machen am Schluss? Ja, man muss das Besen rein hinterlassen, das schon, ja. Das geht aber, oder? Ja, das ist alles in Ordnung. Also es ist ja auch alles da, was man braucht dafür. Und ihr seid jetzt ungefähr, wie lange seid ihr da? Seit 2 Tagen, wir sind vorgestern angereist. Und ihr bleibt wie lange? Wir sind 9 Tage hier. 9 Tage? 9 Tage. Darf ich mal ganz kurz in euer Schlafzimmer gucken? Dass man mal sieht, wie groß das hier ist. Ist ein bisschen unordentlich.
Ja gut, wir sind ja im Urlaub, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Außerdem, komm nicht bei mir filmen, ganz ehrlich. Ja. Dann sieht es nämlich ganz anders aus. Aber es ist echt groß. Man denkt ja nicht so von außen, dass es so groß ist, oder? Ja, und ich finde auch das Bad ganz toll tatsächlich. Was alle Leute berichten, die Bäder sind so sauber, wenn man die kriegt. Ja. Also man hat also wirklich das Gefühl, als wäre man so der erste Gast hier. Ist das so? Ja, es war wirklich alles ganz sauber. Also die Bäder, also man sieht es ja auch so an den Scheiben, dass alles sauber ist, keine Wasserflecken waren da, es war wirklich alles. Wir werden morgen nämlich einen Bericht machen über die Zimmerfrau, die hier da ist. Die haben ein eigenes Team und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kriegt dir die Finger abgehackt, wenn es nicht sauber ist, ja, aus dem Reinigungsteam ist es so ein bisschen. Ihr seid aus Köln oder wo seid ihr her? Koblenz und Köln. Koblenz und Köln, okay, klasse. Ja, dann vielen Dank euch beiden. Gerne. Viel Spaß am Gitzenweiler Hof. Die Entscheidung hier hinzukommen, wie habt ihr die gefällt? Wir haben uns ganz viele Campingplätze online angeschaut und tatsächlich war es so, dass das hier so das beste Gesamtpaket war für Kinder und uns. Habt ihr mal ein Video gesehen vom Gitzenweiler Hof? Ja. Haben ein langes Video gedreht, letztes Jahr. Wir haben tatsächlich das Video angeschaut und eben auch geguckt, was es für die Kinder alles gibt und ja, so dass jeder ein bisschen was für sich hier wegnehmen kann. Ja, ihr habt übrigens die gleichen Aufbewahrungsmittel wie ich. Ja. Die unkaputtbaren IKEA-Tüten. Das sind einfach die besten. Nee, ohne Witz, ja. Der Vorteil ist, du kriegst alles drin, sind wasserdicht, Schuhe, kannst du alles mit reinmachen. Und du kriegst sie auch im Auto überall reingestopft, ja. Richtig, das ist der Vorteil. Die heißen gut aus, ja. Die sind wie groß in eure Kinder? Mädels, oder? 3 und 8. Zwei Mädels. Zwei Mädchen, ja. Zwei Mädchen, toll. Ja, vielen Dank für euch. Ja. Danke. Ja. Tschüss. Hast du gut gemacht, Heidrun. Ja, ich kam lebend raus. Ja, das ist ich kann jetzt mal zeigen, wie unsere Mitarbeiter das oben sauber halten. Georg ist auf dem Dach. Gehen wir mal da hinten rum. Schick uns doch einen Link. Falls das ja, ich schicke den Link. Also der Kanal heißt German Television. Ist der gleiche, wo ihr das gesehen habt. Ja. Ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, in die Kamera guckst, den Leuten sagst, sie sollen den Kanal abonnieren. Abonniert bitte German Television. Dankeschön. So, da muss ich es nicht sagen. Tschüss. Danke. Schönen Tag. So, dann weiß auch jeder, wo er es kriegt. Ja, super. Die Liegen sind dabei hier eigentlich? Ja, klar. Die sind dabei. Ja, also Preis ungefähr, darf man darüber reden, Hochsaison? Zwischen 150 und 180 Euro, je nachdem, wie viel Kurtaxe drauf kommt. Okay, das heißt, so rund 1300, 1400 Euro für 10 Tage komme ich hin? Ja. Okay. Na, wir gehen mal ganz hinter. Und Georg macht gerade hier Service auf einem. Also wir haben 10 von diesen Varias. 10? Ja. Und ich habe jetzt. Ja. Eins ist besonders schön, das hat nämlich eine Spülmaschine, ist auch ein bisschen größer. Das haben wir da hinten im Eck versteckt. Und Georg, jetzt ist er geflüchtet. Georg. Georg hat nämlich hier gerade oben, wir haben oben auf den Dingern so ein Wasserwanne. Ja. Das klimatisiert das ein wenig. Und er hat das sauber gemacht, aber er hat sein... Ach, ihr habt oben noch eine Wasserwanne, das heißt, das Wasser sammelt sich und bleibt dann drauf? Ja. Und kühlt. Ja. Das Wasser, also die Temperatur. Habe ich nämlich gesehen, da vorne lief ein bisschen was raus. Ihr habt jedes Haus mit einem Tier versehen, damit die Kinder... dass die Kinder nach Hause finden. Und die etwas leicht angesäuselten Erwachsenen auch. Das haben wir hier natürlich nicht. Die sind ja alle brav. So, und das ist die XL-Variante hier? Das ist die größere Variante, ja. Da ist auch eine Spülmaschine drin, die sind ein bisschen größer. Aber ich glaube, die schlafen alle noch. Ja, wir werden die jetzt nicht wecken. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Wenn du mal gerade so lieb bist, guck mal auf die Uhr. Was haben wir? Keine Uhr an. Also gegen 11 würde ich jetzt mal sagen. 10:24 Uhr. Genau. Ja, ihr habt aber nicht nur diese Varias, sondern ihr habt auch ganz tolle Wohnwagen. Wohnwagen, ja, da gehen wir mal in die andere Richtung, zeige ich dir. Wow. In der Mitte hier ein Spielplatz. Kenne ich so nur aus Spanien, habe ich das oft gesehen mit diesen Sachen. Aber hier, du hast das Gefühl mit dem Schwimmbad, du brauchst im Zweifel das Meer nicht. Und überall sind Tannen, ihr habt einen riesen Baumbestand, heißt aber auch immer viel Arbeit, oder? Mit den Bäumen. Eben, wir sind 60 Jahre, wie schon erwähnt, und haben natürlich, das ist ja auch ein Campingpark und kein Platz. Da legen wir ja Wert drauf und haben natürlich auch uns so ein bisschen angeglichen daran, dass das schön eingebaut ist. Wir gehen mal hier über die Wiese. Gerne. Dann gehen wir noch mal zum Naturspielplatz. Ihr habt viele Leute, die sich ein ganzes Jahr immer einkaufen bei euch. Dann bleiben die hier fest und kommen immer wieder. Ja. Das ist so eine eigene Fraktion, muss man sagen. Das sind die Jahrescamper, die ihren Wohnwagen hier fest aufstellen und dann immer wieder kommen. Und die nutzen das halt wie ein Wochenendhaus. Ja? Hier haben wir unseren Weiher und hier ist natürlich auch der... Warte mal, Heidrun, du bist so schnell. Ich zeig das mal gerade. Der Weiher ist nämlich wunderschön. Der hat einen... Haben wir noch einen schöneren.
Der ist nämlich nebenan. Es gibt so ein Überlaufbecken, da läuft dauernd das Wasser. Also je nachdem, wo man steht, kann man besonders gut schlafen, weil man quasi neben dem Wasserfall schläft. Das Wasser plätschern, genau. Das sind die Plätze am Entenweiher. So, das ist übrigens, wer nicht einschlafen kann, der soll mal eine App Weißes Rauschen ausprobieren. Die funktioniert wirklich. Es dauert 2 Minuten, dann schläfst du wie ein Stein. Das ist, den haben wir letztes Jahr gezeigt, der Naturspielplatz. Genau. Mit Lagerfeuerstelle ganz hinten, aber den bauen wir um. Den musst du gar nicht richtig zeigen, weil der wird nächstes Jahr komplett neu gemacht. Was wird da neu gemacht ungefähr? Ah, das verrate ich noch nicht ganz, aber das wird die leckendste Kletterstrecke der Welt wahrscheinlich. Können wir mal ungefähr mal gerade mal zeigen, wie viel Mühe ihr euch... Ich weiß, du willst ihn nicht mehr zeigen. Ich verweise aufs letzte Jahr, aber dass wir einmal ganz kurz hingehen. Genau. So sieht er jetzt aus und da denkt man sich, was kann man hier noch verbessern? Aber ihr habt euch viele Gedanken gemacht, oder? Nein, wir haben den Jahr 1999 zusammen mit den Gästen gebaut und dem Herrn Seger und seinem Forschung für Spielraumplanung an der Uni und haben uns da ja sehr viele Gedanken gemacht und das Ganze werden wir jetzt nochmal modernisieren und nochmal neu ausbauen und natürlich diese Lagerfeuerstelle, die bleibt erhalten. Aber wir machen einen Kletterpfad, der einmal durch den ganzen Naturspielplatz geht und den kann man dann rundenweise machen. Also du kannst dann, wer die meisten Runden schafft, eine Challenge veranstalten. Okay, das heißt so. Zeigen wir dann nächstes Jahr. Du musst nächstes Jahr wieder kommen. Ja, ich befürchte, ich muss das machen. Aber es ist schön hier. Man hat viele tolle Geschichten am Gitzenweiler Hof. Mhm. Man lernt Leute kennen. Ja, es ist ja nicht nur der Hof selber, sondern er erlebt ja praktisch von den Gästen, die hier sind, die Erlebnisse mitbringen, die du kennenlernst. Es gibt ganz viele verschiedene Plätze. Es gibt einen für große Wohnmobile, du hast einen großen Zeltplatz. Mhm. Also jeder ist so ein bisschen unter sich, je nachdem, wo er steht. Ja, das heißt also vom Genre her. Nein, unter sich ist ja falsch. Aber wenn natürlich ein Zelt neben so einem riesigen Liner steht und dann nur die Wand vor Augen hat, dann ist es natürlich schade. Dann hat er ja von der Natur nichts. Und deshalb machen wir das so, dass wir besonders für Liner so Reisemobilplätze haben. Dann haben wir Komfortplätze unten am Weiher. Dann haben wir am Waldrand welche. Dann haben wir für die Wohnwagen entsprechende Plätze. Und wir haben natürlich auch eine große Familienzeltwiese. Sehr schön. So, es gibt was Tolles zu berichten. Heute haben wir den, was war es mal, 19.07. So, und ihr habt tatsächlich noch für die Hauptsaison Plätze frei. Ja. Ich soll nämlich auch mal ganz klar sagen, ruft an, checkt das sogar noch für mehrere Tage. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute im Moment sehr kurzfristig buchen. Ihr seid schon gut gebucht, wird man gleich sehen. Aber wir haben ja ein besonderes System. Wir geben nicht alle Plätze in die Verfügbarkeit sozusagen. Das heißt, wir möchten Camping bleiben lassen und erleben lassen, spontan, so wie sich das der Camper auch vorstellt. Okay. Jetzt gehen wir durchs Waldxylophon, in den Wiesengrund. Waldxylophon. Sag mal, gerade da vorne ist noch von mir. Hallo, guten Morgen. Sagen wir mal Hallo. Genau. Da darf ich noch kurz vorbeikommen? Gerne. Ja, gerne, sagt sie. Ihr seid ja eine tolle Familie, seid ihr da, mit Zelt. Ich nehme an, die Erwachsenen, die schlafen im Zelt, oder? Die Kinder schlafen im Zelt. Die Kinder schlafen bei uns. Guten Morgen. Dein Name? Was? Dein Name? Emilio. Emilio. Ja. So, sehr schön. Du bist die? Ramona, die Mama. Ja, grüß dich, Ramona. Du? Ich bin der Mike. Mike, wie mein Bruder. Und du? Oskar. Oskar. Mein Sohn heißt Oskar. Sehr, sehr schön. Ja, ihr habt eine ganz, ganz tolle Zusammenstellung vom Frühstück hier. Ich zeig das mal gerade. Denn das ist Urlaub, oder? Genau, das ist Urlaub, ja. Wir haben auch heute 2 Tage verlängert. Echt nochmal? Ja, wir haben 2 Tage nochmal verlängert. Warum? Erstmal hatten wir nicht so gutes Wetter, muss ich sagen, heute Morgen, also die Woche. Aber dafür haben wir uns heute dann gesagt, jetzt ist das Wetter super und fragen wir mal direkt an, ob man 2 Tage länger bleibt. Und es hat kein Problem, also an der Rezeption ganz freundlich einmal Kapazitäten geguckt und ja. So, jetzt seid ihr ja hier. Aus welchem Ort kommt ihr? Herford, Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen gibt es auch schöne Plätze. Ja, aber meine Kinder, die wollten weiter runter in den Süden. Und die wollten gerne ans Meer. Das war mir jetzt doch zu weit. Und
Da haben wir gesagt, dann nehmen wir den Bodensee und haben wir den Campingplatz gefunden. Das war auch unsere erste Anlaufstelle. Ich zeig's mal gerade, ihr seid direkt hier vorne, seid ihr am Meer quasi, am kleinen Meer. Genau, sehr schön. Ihr habt einen tollen Wohnwagen dabei, den habt ihr schon lange? Nee, den habe ich mir von meinen Eltern genommen. Und zwar aus dem Grund, dass wir eigentlich nach Portugal fahren wollten. Aber da war die Inzidenz sehr hoch und meine Eltern waren dann sehr freundlich, haben gesagt, wir haben hier noch einen älteren Wohnwagen, ihr könnt euch den mitnehmen. Ich finde den so geil, der ist so klasse. Darf ich da mal kurz reingucken? Einmal nur. Können Sie bitte. Gerne, der ist, wie gesagt, nicht aufgeräumt wahrscheinlich. Jetzt das ist nicht schlimm. Ich will nur mal zeigen, weil das ist ein absolutes Schätzchen, wenn man die Polster so sieht. Das ist original 80er, oder? Ja, genau. Boah, ist der schön. Das heißt, da ist noch Holz drin, da ist eine Wilke-Einheit mit drin. Die kennt man heutzutage gar nicht mehr. Genau. Aber es ist im Großen und Ganzen ist es so wie sonst überall auch, oder? Ja, genau. Also Hauptsache, man kann schlafen. Das. Ihr habt gut geschlafen? Wir haben auf jeden Fall gut geschlafen. Ja, das ist sehr schön. So, ich zeig mal gerade hier rechts rum, ja, dass man mal sieht. Ja, normal mache ich das nicht, aber das ist die Schlafwiese. Ach, ihr habt Stockbetten noch hinten drin. Genau, aber mein Papa hat uns eine größere Matratze gemacht, damit man mit den Kindern besser schlafen kann. Du hast einen tollen Papa. Vorname ja, von Papa? Von meinem Papa, der André. Der André ist sehr technisch begabt, baubegabt. Und da habe ich gesagt, Papa, ich brauche eine größere Matratze. Echt, hat er gesagt? Ja, mache ich. Dann habt ihr das Zelt. Wie lange habt ihr gebraucht für den Aufbau? Och, ich glaube 5 Minuten, 10 Minuten. Das heißt, ihr seid geübt? Nee, eigentlich nicht. Also auch Premiere. Dieses Jahr bei uns total die Premiere. Und wir sind, also meine Kinder, die sind so begeistert von dem Spielplatz und von dem ganzen Hof hier. Also seid ihr Camper eingefleischt? Eigentlich nicht. Okay. Also wir machen eigentlich eher Wohnmobilheime. Okay. Sag mal, Camping jetzt mit Zelt. Jetzt hat es ja ein bisschen geregnet die letzten Tage. War das schön? Nee. Ich schlafe eigentlich drin. Ach, du schläfst drin. Stark. Ja, was gibt's denn heute zu essen? Das wissen wir noch nicht. Also gestern hatten wir Nudeln und heute müssen wir mal überlegen. Und Pizza hatten meine Kinder sich hier gestern Abend geholt. Also heute weiß ich noch nicht, was wir... Emilio hatte Pizza. Was wir heute machen, da sind wir offen für. Ja, es ist ja so, man hat ja Urlaub hier. Ist die Entspannung bei dir ein bisschen eingetreten? Ja, jetzt wo das Wetter da ist, ja. Das war vorher, war es nicht so? Nee, vorher haben wir einfach viel besichtigt, Konstanz besichtigt. Ja, also einfach nur raus, damit man hier den Regen einfach nicht im Regen sitzt. Ich glaube, ein großes Plus ist ja, du lässt die Kinder los von alleine. Genau, ganz toll. Also ich bin begeistert hier. Meine Jungs, die gehen raus. Lass uns mal sagen, du bist fast am Bein. Also die gehen raus. Die gehen raus und kommen zwischendurch einfach eine kleine Trinkpause. Ja, das war noch ein Kind von dir? Nee, das ist der Freund von meiner Schwester. Der hat gerade eben kehrt gemacht, als er die Kamera gesehen hat. Genau. Aber meine Kinder, also so frei, wie die hier rumlaufen, ist es zu Hause natürlich bei uns nicht. Da sind wir eher in kleinerer Stadt und hier bewegen die sich tatsächlich den ganzen Tag frei. Ja, du hast doch keine Angst, gell? Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Also, die kennen sich hier mittlerweile auch bestens aus, von daher kann ich die auch wirklich freilassen und sagen. Ich darf dich mal kurz fragen, was ist das Schönste hier an dem Platz? Was denkst du? Ich finde, das Schönste ist halt, dass es hier so viele Spielplätze gibt. Echt, so viele? Ja, 3. 3? Ja. Und das Schwimmbad wart ihr auch schon? Ja, einmal. Einmal, aber Schwimmen ist nicht so dein Ding. Doch. Ja. Okay, dann pack die Badehose ein, sage ich nur. man muss den Platz ja gar nicht verlassen. Es gibt hier, ich habe gesehen, es gibt einen Supermarkt, es gibt tolle Restaurants hier. Die Preise okay für dich? Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Brötchen holen wir uns morgens meistens. Darf ich dich mal was fragen, ja? Warum habt ihr eine Rama und eine Kerrygold? Rama ist für Rührei und Spiegelei und die Kerrygold ist für mein Brot und meine Brötchen morgens. Achso, okay. Und du hast die gesalzen? Nee, du hast die ungesalzen. Ungesalzen. Warum die ungesalzen? Ich weiß es nicht. Es schmeckt mir, glaube ich, ein bisschen besser. Schmeckt dir besser? Ja. Okay. So, ich lasse dich in Ruhe. Brötchen morgens frisch? Ist das gut? Sehr, sehr schön. Sehr lecker, prima. Also meine Kinder, die sind begeistert. Dein Vorname? Ramona. Ramona. So, dann ich lasse euch mal in Ruhe. Heute am 19.07.2021, mitten in der harten Corona-Pandemie, muss man sagen, seid ihr nach Deutschland gefahren. Genau. Und nicht nach? Nach Portugal. Ist ja auch ein bisschen näher, muss man sagen. Ist auch ein bisschen näher, aber wie gesagt, wir sind total begeistert. Auch wenn es nicht Portugal geworden ist, ist es der Bodensee und der Campingplatz. Ich kann wirklich den nur empfehlen. So, ich werde euch als Startbild nehmen. Kommt mal alle mit. So, dann stellt euch mal hier vor Zelt. Und da hätte ich mal gerne einmal euch beide mit dazu. Dass wir das einmal kurz zeigen. Bitte einmal stehen bleiben. Nehmt euch mal so einen Arm, als hättet ihr euch lieb. Ja, wir haben uns alle lieb. Einer hat den Zelt versteckt.
So, genau, einmal da vielleicht, genau, ihr da so. Ist das in Ordnung? Winken und lächeln, oder? Genau, winken und lächeln, sehr schön. So, danke schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke schön. Der Kanal heißt German Television. Wenn ihr drauf, German Television, könnt ihr drauf gehen und könnt ihr mal schauen. Kann man jetzt schon den Gitzenweiler Hof finden? Ja, kann man schon finden. Das wusste ich gar nicht. Ja, eben. Und er war so nett und er ist wiedergekommen. Ja, es ist aber auch schön hier, muss man sagen. Ich kann mich drauf verlassen, dass er das ordentlich. Also wir sind wirklich begeistert. Also wir eigentlich hatten wir wirklich nicht vor, nach Deutschland zu fahren, aber wir sind total begeistert. Und wie gesagt, 2 Tage extra noch heute gebucht länger. Du hast aber kein Geld bekommen jetzt für die Aussage, dass sie dich so heute Nacht besucht hat. Nein, ich habe deinen Namen nicht gehört, aber sie hat auch gesagt, 3 Spielplätze. Ja, oh. Auch wenn er lange Haare. Das sind 2x eher, muss man sagen. Ja. 2 Jungs. Oskar und? Emilio. Emilio, das ist so. Super Aussage, ich habe auch gesagt, 3 Spielplätze. Du hast die Haare aber auch schön, muss ich sagen. Toll. So, vielen Dank euch allen. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Die waren aber nett. Viele sind nett hier, oder? Ja, sind alle nett. Also, sind alle nett. Die anderen, die vergrauen wir dann schon an der Schranke, weißt du? Okay, verstehe ich. Guten Morgen. Alles schön hier? Alles toll. Da darf ich mal den Hund zeigen. Klar. Der ist aber nicht an der Leine. Aber der bleibt. Doch, der, oder? Ja. Der mag mich. Sie sind jetzt in seinem Revier. Achso, das ist das Revier. Ihr habt was ganz Tolles. Ich zeig das mal gerade. Das ist ein Makita-Radio, das die meisten gerne haben wollen. Das hat nämlich Bluetooth und DAB und geht mit den Makita-Akkus. Genau. Ist der Mann Handwerker? Ja. Okay. Maler. Maler ist er. Okay. Ist das toll. Ihr habt es euch schön gemacht hier, oder? Ja. Sag mal, was ich toll finde, ihr habt so eine, ich habe sowas noch nie gesehen, so eine Wäscheleine habt ihr hier gemacht. Ja, gerade erst gebaut, weil die Wäsche noch nicht fertig ist, so eine Waschmaschine. Die habt ihr gerade erst gebaut und da vorne habt ihr natürlich keine normale Wäschehaken, sondern Wolfkraft. Du bist voll der Handwerker, kann das sein? Da darf ich mal ganz kurz einen Blick in dein Auto machen. Nur mal ganz kurz. Ja, aber das ist ja der Hammer, das Teil. Ja, ist nur nicht aufgeräumt jetzt, ist klar. Ihr kommt ja so spontan jetzt. Was ich stark finde, hier vorne ist hier die Axt, die du reingemacht hast. Ja, das ist für einen Dutch-Ofen und wenn wir mal Holzofen, also mit Holz heizen und ja, dafür ist das eben zum Fleisch. Ein geiler Ausbau. Ja. Hast du gut gemacht. Aber schlafen du mit deinem Keck drin? Ja. Also wir schlafen nicht im Bulli. Ach, du hast einen Kipp dabei. Ein Keck, dein Kind. Okay. Ein Kick, der kam. Kick. Aus dem Osten. Aus dem Osten? Ja. Also ich kenne nur Kipp aus Holland, die sind auch so klein. Aber ja, das ist ja langweilig. Ein Keck ist viel schöner. Da darf ich da mal reingucken mit der Kamera? Ja, aber ich habe auch keine Betten. Na, rein nicht. Also rein nicht. Ist der klein? Ja, von hinten am besten. Wie krass! Und jetzt geht's dann da. Ah ja, nur zu verdrücken. Nur zu kochen, ne? Boah, ist der winzig. Ist Gewicht von dem? Was wiegt der? Das ist ein HP 500. Okay. HP 400 hat HP 500 jetzt einen gebremsten. Ja. HP 400 hat es ein bisschen ungebremster. Okay, und das Gewicht ungefähr von dem? Ah, ist knapp 500 Kilo. 500 Kilo. Circa. Das heißt, der darf ja 2,5 Tonnen ziehen. Ja. Das ist für den Kindergeburtstag. Ja, der ist für den Kindergeburtstag. Den merkst du nicht auf der Autobahn. 110, 120 kannst du fahren, wenn Wind still ist. So, hinten habt ihr ein Zelt dran, ist da das Klo drin? Oder was habt ihr reingemacht? Dusche? Auch, ja, natürlich. Ja. Dusche, genau. So, ihr seid jetzt einen weiten Weg gekommen. LH, wo kommt ihr her? Lüdinghausen, Kreis Münsterland. Aus Münsterland. Das sind so 5 Stunden. Was fahrt ihr? Ja, 670. Okay, aber es lohnt sich herzukommen? Ja, natürlich, klar. Warum? Erste Mal hier, weil es interessant, ne? Viel Auswahl und Swimmingpool dabei. Ja, ist ein großer Platz dabei, hast viele Plätze. Okay. Ist schon interessant für uns. Sehr schön. So, die laufen schon hier rum. Grüne Brillen. Guten Morgen miteinander, liebe Gizian. Um 11 Uhr bieten wir ein bisschen Gymnastik an auf der Terrasse. Yoga mit Nirvana. Ihr seid herzlich eingeladen. Dankeschön. Immer um 11 Uhr Gymnastik auf der Terrasse. Super. Ja, Fit Mix und Yoga abwechselnd, Wassergymnastik. Immer um 11 Uhr. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich zeig das mal ganz kurz mit deiner Maske, wie du das gemacht hast. mit der Klammer. Waldi. Vor der Chefin. Von der Chefin. Von mir geklaut. Ja, genau. Ich habe nämlich auch eine Klammer und ich habe die passende Farbe zur Maske. Sehr schön. So, tschüss euch beiden. Du hast einen coolen Wohnwagen, aber den Innenausbau finde ich fast noch besser, muss ich sagen. Ja. Tschüss euch. Tschüss. Ciao. Ja, tolle, nette Leute, überall, wohin man guckt. So, und jetzt sind wir mal gerade eine Stunde unterwegs und wir haben noch nicht mal ein Zehntel, oder? Nee, wir haben noch gar nichts gesehen. Jetzt zeige ich dir den Bio-Schaugarten. Hast du den schon gesehen? Hatten wir den letztes Jahr? Ich weiß nicht. Ja, der ist schon immer da, aber ich glaube, wir hatten ihn das letzte Mal gar nicht geschafft. So, hier oben geht's hoch, da geht's noch ein gutes Stück weiter. Ja, da kommen Vermietung von Zelten noch und die Jahrescamper. Ihr habt Zeltvermietung? Nein, eigentlich Eurocamp. Das ist ein Booking...
Kantor aus England, also ein Reisebüro sozusagen. Ein Netzwerk, so eine Art. Nee, ein Reisebüro, wo du Zelturlaub buchen kannst, in ganz Europa. Ah, okay, das heißt, du kannst die Plätze aussuchen und du weißt, du hast immer den gleichen Level. Immer den gleichen Standard, genau. Und bei uns sind die schon seit über 20 Jahren. Ich habe mir jetzt damals, wollte ich das haben, weil die Fernsehwerbung gemacht haben, schon vor 20 Jahren. Ach so, und dann. Und der Florian steht parat mit dem Bio-Shop. Wir waren hier, aber der war zu, glaube ich, beim letzten Mal oder war nicht so schön. Nee, ich habe einen Schlüssel. Du hattest keine Zeit. Du hast irgendwelche Leute getroffen und warst weg. So, aber jetzt habe ich ja Zeit. Keinen Tee kochen. Magst du eine Tomate? Echt? Habt ihr frische Tomaten? Die Gärtnerin war schneller. Man glaubt gar nicht, was man aus so einem Garten rausholt, oder? Ja, und es schmeckt echt lecker, so richtig frischer Salat. Wir kriegen den auch regelmäßig das Personal, dass wir auch gesund und fidel bleiben. Oh, die Heidrun, teilweise ist es schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Du hast immer recht, das muss man sagen, aber du kennst ja auch deinen Laden gut. Genau, oder? Und hier sind die Kräuter dazu. Das kannst du in den Salat reintun und schau mal, die Natur ist bei uns in Ordnung. Bienchen war auch da. Hier haben wir unsere Kräuter für den Salat und für Tee. Beispiel, was ist das? Magikraut. Magikraut. Also kennen ja viele nicht, die kennen das nur aus der Flasche. Ja. Schnittlauch. Okay. Und dann haben wir Thymian, Rosmarin, Basilikum, den Minze. Der Minze ist toll für Mojito. Ist ja klar. Ja, natürlich für Tee, Entschuldigung. Ne? Guck mal, hier wohnt eine kleine Spinne drin, hast du gesehen? Ja, die lebt da recht friedlich, aber sollte mal machen. Also Liebstöckel heißt das Magikraut ja auch. Ey, es riecht hier alles so lecker, ja. Mhm. Ganz tolle Gerüche, und die ihr nicht riechen hier könnt. Hier drüben gibt es noch Gemüse. So, die Hochbeete, die Haltbarkeit von den Beeten, wie lange halten die ein paar Jahre? Ich habe schon immer Hochbeete, auch schon meine Eltern als Kind, deshalb haben wir ja den Vogel. Mein Vater ist eigentlich Steuerberater, war aber erster Biolandwirt in Deutschland. Und wir haben uns selbst versorgt in den 80ern. Aber damals haben wir das nicht gesagt, da wäre es ja schon auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Heute ist vegan ja in. Selbstversorger. Das war hardcore, sage ich dir. Okay, das heißt, du warst wahrscheinlich die auch die großen Schilder Anti-Atomkraft hochgehalten haben. Nein, überhaupt nicht. Also mein Vater war immer im Anzug, hatte nie Jesus-Schlappen an und war immer ordentlich gekleidet und hat Strafverteidigung gemacht. Aber er war halt bewusst... Damals schon nachhaltig. Was ich toll finde bei dir, du bist jetzt nicht die 9. Generation Campingplatzbetreiber, sondern du betreibst das Ganze wie so ein Hotel, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Das heißt, als Quereinsteiger. Ihr macht aber vieles ganz anders wie auf anderen Plätzen. Also man muss dazu sagen, ich bin ja Camper. Also ich habe mit 10 Jahren mein erstes Camping mit der KSJ, der katholisch studierenden Jugend. Ich bin ja mal ordentlich erzogen worden. Ich kenne die KSJ, ich war ja mal Messdiener. Ja. Die haben wir dann immer getunkt. Auf jeden Fall habe ich da mein ersten Zeltlager mit 15 veranstaltet, so für 100 Kinder und war Camper. Ja. War auch hier zum Rock am See, am Bodensee, 1995 und wusste noch nicht, dass ich bald Betreiber des selbigen Platzes sein sollte, weil ich habe was Ordentliches gelernt im Steuerbüro und das war meine Buchhaltung. Und als der Besitzer plötzlich gestorben ist, hat das die Witwe zum Verkauf angeboten und mein Vater wusste nichts Verrückteres, als ihn einen Campingplatz zu kaufen am Bodensee. Er wollte schon immer mal einen Bauernhof haben. Ich weiß nicht, was er wollte. Auf jeden Fall fand das lustig und dann sind wir wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und dann musste ja einer den Campingplatz machen. Und da meine Eltern keine Zeit für so einen Schnickschnack hatten, haben sie mich geschickt. Das habt ihr selbst gebaut, das Insektenhotel? Ja klar, mit den Gästen zusammen, wird auch benutzt und jedes Jahr wieder neu befüllt. Aber diesmal haben wir es nicht ausgeräumt, weil die waren noch drin oder schon wieder. Wir wollten sie im Winterschlaf noch nicht stören. Das ist ganz wichtig. Viele denken da nicht dran. Das ist nicht nur für die Kinder, um die glücklich zu machen, sondern Insekten haben immer weniger Platz. Wie geht ihr um mit dem Mähen? Abmähen von Wiesen müsst ihr ja mähen, oder? Also wir haben immer Freiflächen, wo wir auch entsprechende Blumen anpflanzen, dass die Schmetterlinge und alle was haben. Ich zeig dir gleich mal die Uferpromenade. Da haben wir extra... Komm, wir gehen mal dahin. Ja. Also erstmal Daumen hoch für... Wir machen natürlich auch mit den Leuten hier was. Also wir lassen sie auch rein und ernten und geben. Das Wirtshaus kriegt frischen Salat zum Verarbeiten. Die Kräuter sind natürlich ein Traum für jede Küche. Ne? Kannst ja nichts falsch machen beim Kochen. So, und das ist die Uferpromenade. Also wenn du mal Ruhe haben möchtest, dann kommst du hierher. Vorsicht, das ist Natur. Zeig mal gerade. Alles schön angelegt. So, und dann, ihr könnt mal die Augen zumachen. Bitte nicht einschlafen.
Wo kommt das Wasser denn her? Aus dem Wolfsbach. Das ist ein natürlicher Bach, der hier durchfließt. Der fließt durch, das heißt, du pumpst nichts hoch? Oder? Nein, nein. Das ist natürlich gewachsen. In den 60er Jahren haben Lindstedts das hier ausgebaggert und daraus drei Weiher gemacht. Und der Fluss, also das Bächlein, geht also durch den Naturspielplatz, hier durch die drei Weiher und fließt dann in den Wald unten rein. Ihr habt ferngesteuerte Fische? Nein, die Koi-Karpfen sind nicht dressiert. Sind echt? Ja, sind Goldkarpfen. Das sieht man vielleicht nicht ganz so gut. Da vorne schwimmen. Da vorne schwimmt ein großer. Sollen wir sie mal ein bisschen ärgern? Darf man hier fischen eigentlich? Ja, nein, die darfst du nicht fischen. Die kannst du ja nicht essen. Also ich mach mal ein bisschen gemein. Pass auf, jetzt kommen sie. Nee, die haben keinen Hunger. Die haben keinen Hunger. Wahrscheinlich hat schon jemand. Heute ist noch zu früh. Die kommen später. Aber überall. Das ist echt der Hammer. Hier vorne auch. Das ist natürlich toll für die Kinder. Ihr habt einen großen Streichelzoo, den werden wir noch sehen. Guten Morgen. Großen Streichelzoo, überall Blumen. Ja, und da haben ja die Insekten und Tierchen ihre Freiheit. Und hier gibt es auch ganz viele Schmetterlinge dadurch. Also Leute, die sich auskennen, allein sowas hier anzulegen, da bist du dran, oder? Wir haben da hinten Rhododendron-Büsche, das dürfen wir einen wahrscheinlich gar nicht im Fernsehen zeigen, sonst klaut sie uns einer. Weiter hinten sind die. Das sind die besonderen Blätter. Ich finde das immer so toll, wenn die Leute in den Kommentaren schreiben, der hat ja keine Ahnung. Ich nehme ja immer Fachleute mit, ja. Das heißt, die wissen dann anschließend, was da zu tun ist. Und hier vorne hast du, wo sind sie? Die Rhododendron sind da hinten, im Schatten. Im Schatten. Hab ich? Oh, das Licht ist kaputt gegangen. So, du kommst mal zu mir. Sie kann alles. Ne? Fahrrad reparieren. Guck mal hier, das allein schon, wenn du das jetzt hier mal so filmst aus dem Winkel hier. Du kannst hier durchgehen, kannst spazieren. Ich glaube, das Wichtigste ist für viele Eltern, du lässt die Kinder los, sie haben Spaß. Das geht wirklich gut. Also sie sollten natürlich unter Aufsicht sein, aber können hier einfach springen. Das macht schon Spaß, glaube ich, so als Kind. So, wie heißt die Rhododendron? Ich will es jetzt nicht versuchen. Rhododendron, glaube ich, wenn ich es so richtig habe. Ich bin jetzt nicht der Obergärtner. Und ich weiß auch nicht, wie sie aussehen. Die musste leider jetzt total passen. Endlich mal einer, der so viel weiß wie ich. Wir können nur raten hier. Aber also ich habe gelernt, dass sowas Staketenzaun heißt. In dem Jahr ganz wichtig. Warum? Keine Ahnung. Also, dass es so heißt, aber warum es so heißt. So Trend im Moment, oder? Deko, also Deko-Trend, ja. So, die Haltung kommt. Leider nicht erfolgreich. Och, Heidrun. Diesmal hat es nicht geklappt. Aber so, da vorne hast du Plätze direkt neben dem See. Komm, wir gehen mal dahin. Der Rhododendron. Rhododendron. Zeig mal mit dem Finger drauf. Hier. Da. Ah, dann waren wir gar nicht so falsch. Da oben der. Ja, das riesige Teil. Okay. Und schau hier. Frauenblumen. Die Blütchen sind jetzt leider schon durch. Du wirst es kaum glauben, ich habe die sind weißblühend, gell? Nee, alle Farben. Alle Farben. Gibt's also auch in weiß. Ich habe weißblühende. Lila, rot. Bei mir zu Hause habe ich die. Und das Coole ist, du kannst sie absäbeln, wie du willst. Die kommen immer wieder. Die sind unglaublich. Nein, das ist was anderes. Okay. Diese bleiben, bitte nur schneiden, nicht absäbeln. Bitte. Okay. Ja, ich habe ein Händchen. Ich habe nämlich einen Aussitzmäher. Der nimmt alles mit. Nein, danke. Bitte nicht bei uns. So, komm, wir gehen mal rüber. So, wollen wir mal davor zu den... Zu was Tolles gesehen. Da vorne ist nämlich so ein Hundezaun mit drin. Das finde ich klasse. Ja. Sag mal, wenn ich hier durchgehe, kann ich die Minute, Sekunde vom Video hier anhalten, euch sagen, wo ich bin, damit die Leute wissen, wo das ist. Also viele sehen das jetzt. Ist das möglich? Dass das einer mal eine Mail schickt und sagt, in dem Video Minute, Sekunde, wo ja, ist das, da will probieren. Ich hin. Er muss es dann einfach beschreiben. Also das sind die Komfortplätze am Weiher für Caravans. Guten Morgen. Da darf ich euch mal kurz was fragen, weil ihr habt einen Wachhund gerade drin und da traue ich mich nicht näher zu kommen. Der ist ganz lieb. Ist der ganz lieb? Das ist ja ein toller Zaun. Wo habt ihr denn den Zaun her? Oh, Amazon. Amazon. Ist der gut, der Zaun? Bitte? Ist der gut, der Zaun? Also hier für die Zwecke reicht das auf jeden Fall für den Hund. Der kennt das aber auch von zu Hause. Da haben wir auch so einen Zaun, da ist es kein Problem, dass er da, also der Kenter springt nicht drüber. Okay, das ist ein Großpudel, was habt ihr? Das ist ein Aussie-Dudel, Australian Shepherd und Pudel gemixt. Ein was? Ein Aussie-Dudel? Nennt sich das. Mein neumodisch. Gott. Neumodisch, was alles gibt. So, ihr seid hier mit wie vielen Familien seid ihr? Zwei. Mit zwei Familien. So, und ihr habt den besten Platz, habe ich so das Gefühl, oder?
Sag ja. Können wir nicht klagen, ja. Toll. Was ist das Schöne hier an dem Platz hier? Was denkst du? Oh, wir haben hier schön Platz für die Kinder, für den Hund, den Platz hier vor. Okay. Wasser, Strom, alles da, was wir brauchen, also wunderbar. Ich guck mal gerade, MR, wo kommt ihr her? Marburg ist das, Marburg. Mittelhessen. Okay, Mittelhessen. Ihr braucht wie lange hierher? So 3-4 Stunden? Na, wir sind 7 Stunden gefahren. 7 Stunden. Aber mit Pause auch zwischendrin, 7 so. Stunden. Und der Platz wurde euch zugewiesen oder habt ihr gesagt, speziell den? Wir wollten speziell den bei der Buchung. Also hast du das vorher angeschaut? Oder? Genau. Sehr schön. Ja, dann noch viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüss. Guck mal hier, der ist ja toll hier, der Zaun. Das ist natürlich vorbildlich, oder? Naja, der Hund soll ja an die Leine. Und er muss ihn eigentlich an der Leine auch am Platz halten. Und damit spart er sich das halt. Und wenn der Hund jetzt wirklich nie abhaut, dann funktioniert das so. Gott. Geht aber nicht mit jedem Hund. Sehe schon, du bist vorsichtig. Gleiches Recht für alle. Weil wenn alle Hunde an der Leine sind, funktioniert es auch. Aber wenn einer frei rennt und einer nicht, dann ist es gemein. Übrigens, damit ihr euch... Warte ganz kurz. Übrigens, damit ihr euch ein bisschen auskennt. Da vorne ist das Schwimmbad die Rückseite, gell? Genau. Wir sind jetzt am Entenweiher vorbei, an der Uferpromenade und sind jetzt hier unten am untersten Weiher. Hinterm Schwimmbad. Und das sind die Karawanplätze am Weiher Komfort. Muss man eigentlich wissen. Du hast hier den befestigten Untergrund, kannst auch mit einem Doppelachser draufstehen, hast Platz für dein Auto, für dein Vorzelt und hast 16 Ampere Strom und Abwasser. Und Abwasser, du kannst. Und Frischwasser, du kannst. Platz. Du könntest mit dem Citywasseranschluss hier stehen. Jawohl, so ist es. Die ist etwas teurer? Natürlich, aber nicht der Rede wert. Deshalb sind sie ausgebucht. Die Kosten haben 3 bis 5 Euro mehr, je nach Stellplatzkategorie. Guck mal, ich zeig das mal gerade. Das ist so ein typischer Frischwasseranschluss, sogar mit Filteranlage mit dabei. Vorbildlich. Das heißt, Sie müssen nicht schleppen, dürfen aber natürlich nicht die Chemietoilette entsorgen in die Abwasserreinigung. Da habt ihr extra Entsorgungsstationen. Ja, die gibt es über den ganzen Platz verteilt in allen Sanitärhäusern. Sind auch schön auf dem Platzplan markiert. Ich darf euch mal kurz was fragen, da drüben. Ganz kurz, ihr habt das schönste Vorzelt der Welt, darf ich das mal so sagen? Das ist jetzt ohne Witz, normalerweise sind die ja immer so gerade so und das da sieht so aus wie aus einem richtigen, als wäre es eine Wohnung so ein bisschen, ja? Ja. Was ist das für ein Zelt, wo kommt das her? Das ist von Dorema und ist ein Luftvorzelt. Ein Luftvorzelt? Ja. Darf ich das mal sehen? Ja, klar. Ja, natürlich, klar. Das ist ja genial. Das heißt, das ist so aufgebaut in 2 Minuten oder wie? So gefühlt. Ja, 10 Minuten schon. 10 Minuten, aber normal ist man ja stundenlang dran an so einem über Luftkammern. Genau, also alles, was man normalerweise mit Stangen bewerkstelligen müsste und mühsam aufstellen muss, regelt man jetzt mit Luftschläuchen und mit einem Blasebalg, wenn man so will. Ne? Mit einem etwas stärkeren, aber das ist wirklich, wie meine Frau sagte, in 10 Minuten aufgestellt. Du spielst auch Gitarre? Ein bisschen, ja. So hobbymäßig. Stark. Das heißt, ihr seid hier. Ihr habt den Platz fest reserviert vorher schon oder war das Zufall? Genau, richtig. Ihr seid schon oft hier gewesen? Ich glaube, 4. oder 5. Mal sind wir jetzt hier. Ja. Der Vorteil von dem Platz gegenüber anderen, was denkst du? Ja, die Lage, die traumhafte Natur hier. Also wir kommen wirklich gerne in diese Gegend. Und man kann hier einfach unheimlich viele Dinge tun, ob man wandern möchte, ob man mal ausspannen möchte, ob man in das wunderbare Lindaubad gehen möchte oder der Bodensee selbst, ist ja schon eine Attraktion. Ne? Der Vorteil hier ist auch, du hast alles hier. Das heißt, du musst theoretisch noch nicht mal den Platz verlassen. Die haben ja... Genau, also für Menschen, die das vielleicht auch nicht so gerne machen, weil sie auch kleine Kinder haben und so, ist das ideal. Ne? Also hier ist ja schon Luxus. Der hat ja hier 5 Sterne, würdest du sagen, das stimmt? Ja, würde ich schon sagen. Ja, würde ich schon sagen. Ja, das da ist die Chefin, hast du schon mal kennengelernt? Nee, bisher noch nicht. Die Türen sind extra gekommen. Ja, ist ja fantastisch. Das sind unser kleines Heim hier, ist ja kaum zu fassen. Ist aber Zufall, wir haben uns hier abgesprochen. Wenn ihr sportlich unterwegs seid, um 11 Uhr bieten wir immer Gymnastik an. Heute ist Yoga mit Ivana angesagt, Wassergymnastik oder auch Fitness. Immer um 11 Uhr auf Kids-Treff auf der Terrasse. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Herzlichen Dank. 14 Uhr Kreativwerkstatt, so oder? So ist es, gell? Am Nachmittag immer Spiele für die Kinder auf der Wiese und im Wald und Kreativwerkstatt für Basteln. Auch Mamis und Papis dürfen mitbasteln. Hundeeltern auch. Ja. Der Hund macht auch Yoga. Viel Spaß mit euch. Nicht über die Leine. Genau, ich werde mal aufpassen. Was ich toll finde, sind eure Blumen, die ihr vorne habt auf dem Tisch. Ja, das heißt, sorgt meine Frau immer für. Ihr geht hin und zelebriert das Frühstück, oder? Ja, genau, richtig. Ungefähr wie lange braucht ihr? Eine Stunde? Ja, halbe Stunde, je nachdem, was man so vorhat. Ne? Aber wir sind auch gerne mal dann etwas länger unterwegs. So, und das da ist ein Kadak, oder?
Ganz genau, richtig. Ja. Ja. Der Kleine. Im Moment wenig zum Einsatz gekommen durch die letzten Tage, aber ich denke, heute Abend wird er mal. Ja, ist ein Kleiner, ne? Genau, richtig. Oh. Ja, seit woher seid ihr? Aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kreis Borken. Borken, so, und das ist das Zelt, der Hersteller nochmal von dem Zelt? Dorema heißt Dorema. Der Hersteller. Luftzelt quasi. Ja, richtig, ganz genau, ne? Toll. Ah, hier vorne ist ein Logo. Ja, genau. Richtig. Komm, dann zeige ich es mal gerade, weil viele Leute, die das sehen, die wollen nämlich sowas haben. Und du würdest es nochmal kaufen? Absolut, jederzeit wieder. Ist es teuer? Definiere teuer. Ja, so 1.000, 2.000? Nein, 2.000 nicht. Ich glaube aus der Erinnerung um die 1.000 Euro. Um die 1.000 Euro. Ja. Aber das hängt vielleicht auch am Händler, am Angebot. Aber Vorteil, keine Stangen mehr, du musst nichts mitschleppen. Nein, das ist fantastisch. Und also wir haben in einem Urlaub, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, haben wir einen Sturm erlebt. Ja. Auf Fehmarn war das, ja. Also ein richtiger Seesturm, wie man vielleicht so sagen möchte. Und dieses Zelt geht in alle Richtungen mit. Okay. Das biegt sich, das drückt sich ein und sobald der Wind weg ist, stellt es sich wieder auf. Das ist also wirklich beachtlich, weil es eben im entscheidenden Moment nachgibt und dann eben nicht bricht. Oder, das ist jetzt sehr dramatisch, ne? Aber es ist schon eine tolle Sache. Das heißt, ihr wart schon überall campen, oder? Nein. Auf Fehmarn wart ihr schon? Auf Fehmarn waren wir schon, ja. Toll. Genau, richtig. Ja, danke. Das ist auch toll hier, das Teil. Das ist ultra leicht. Ja. Das ist so ein Wäscheständer. Ich suche ja immer noch einen guten Wäscheständer. Ja. Und der ist auch klein, wenn du zusammenfaltest, gell? Ganz genau. Man kann die beiden hoch und runter fahren. Das ist hier aus Aluminium und funktioniert wunderbar. Und das Schöne ist, der ist halt mit Heringen im Boden. Ach, da kann ich umfahren. Ja, da sind Ösen unten dran, den haut man innerhalb von einer Minute in den Boden. Und dann ist das eben wunderbar, wenn es mal windiger wird oder ja, das ist einfach ein klasse Ding. Ne? Sehr schön. Ja, also ich bin ganz beeindruckt von dem Zelt, das muss ich ja mal sagen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Nee, wir müssen weiter. Darf ich das Foto verwenden? Schau mal. Ich habe euch so beim Interview fotografiert. Ja, das dürfen Sie. Ja? Ja, super. Klar. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Vielleicht noch in der Rezeption abgeben, Name und Motiv, dann schicke ich es euch zu. Ach so, ja, natürlich. Ne? Alles klar, danke schön. Und German Television gucken. Ja, welcher Sender ist denn das? Das ist einmal, warte, ich zeig's euch mal. So. Das ist ja hier, da einmal Saarland Fernsehen 1. Ja. So, und dann haben wir noch so einen YouTube-Kanal, da sind tausende von Camper-Videos drauf. Okay. Vielleicht hast du sogar schon mal eins gesehen von uns. Ja, vielleicht. Genau, und Saarland 1. Ja, genau, Saarland Fernsehen 1 oder German Television und da könnt ihr das dann gucken. Ja, fantastisch. Ja, guck mal. So, tschüssi. Ja, super. Danke sehr. Vielen Dank. Ne? Und frühstück mal schön. Und das ist natürlich hier, guck mal. Guck mal, das ist doch ein Blick hier. Ich muss ein Foto machen. Interview mal den Kollegen, der muss auch was tun. Hier, 20 Jahre, 30, 40 Jahre im Geschäft und immer muss sie noch Fotos machen von den Spots hier. Jeden Tag aufs Neue begeistert. Mach mal einen freundlichen Eindruck. Sieht aus ganzjährig unterschiedlich aus natürlich. Hi. Guck mal hier. Eine Entenfamilie. Das ist eine ganze Familie. Oh, die wird aber jetzt abgehen, wenn ich jetzt näher komme. Das sind ganz viele Junge. Oh, sind die hübsch. Ich gehe jetzt nicht näher. Da unten sind sie. Also für alle, die einschalten, wir sind auf dem Gitzenweiler Hof, dem Campingpark, nicht im Naturschutzgebiet. Ja, du musst aufpassen, sag's nicht so oft, dann kommt einer gucken und sagt, Heidrun, das hier ist jetzt die Naturschutzgebiet. Die letzte lebende Art dieser Enten. So, der Wald, der nebendran ist, das ist nicht euer Wald, der gehört tatsächlich teilweise. Ein Stückchen gehört uns und dann ist es Staatsforst. So, da kann man wandern gehen, in den Wald direkt. Natürlich, dann kannst du bis nach Lindau laufen, bis zum Bodensee. Echt? 3 Kilometer. Ich war ja mal kurz dabei. Im letzten Jahr haben die gerade Holzfällarbeiten gemacht. Oh ja, Halleluja, ja. Gott sei Dank sind die mal fertig. Und du kannst ja einen Pony ausleihen und durch den Wald führen. Da ist nämlich beschildert. Dann geht es zum Ponyhof. Und die Ponyroute geht durch den Wald über Oberrengersweiler bis nach Lindau runter. Pony ausleihen wo bei euch? Bei Marissas Ponyhof am Gitzenweilerhof. Kommen wir gleich zu. Ja, aber da musst du jetzt wieder in die andere Richtung. Komm, das machen wir mal. Ich sag dir nur. So, die große Doku, 1 Stunde 27 sind wir schon, 1,28. Wir haben vielleicht 2 Hektar abgelaufen. So ist es. Möchtest du noch mal sagen? So, und das Schöne bei uns ist, das ist zwar sehr groß,
Allerdings, dadurch, dass es wie ein Park angelegt ist und in verschiedenen Ebenen auch stattfindet, merkst du das gar nicht. Sind neben dir jetzt auch 1000 Leute da. Hast du das Gefühl, ist es überlaufen? Ja gut, man sieht ja kaum Leute. Also die verteilen sich schön, meinst du? Die verteilen sich schön auf den 14 Hektar, eben. Und das ist halt der Vorteil, dass du, schau, wenn du jetzt drüben auf der anderen Seite vom Weiher, hast du die Terrassen. Ja, da sind wieder Plätze. Guck mal gerade durch. Das soll mal ganz kurz hier durchschauen. Dadurch, dass das so gegliedert ist, merkst du das gar nicht, dass das so groß ist. Und das ist das Schöne. Die Plätze, dass die direkt wechseln, kann ich verstehen, oder? Gibt immer noch Glück. Da vorne war nur einer frei, ne? Weiß aber nicht, wann der anreist. Also, es gibt immer einen Platz. Das haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Bei uns halten wir immer Plätze frei für Spontanreisende, dass Camping eben auch Camping bleiben darf. Und einfach anreisen. Einen Platz haben wir immer noch frei. Also einer storniert oder einer bucht um. Einer muss früher fahren. Dadurch kann man auch mal... Oh, was haben wir denn da? Ein Airstream. Ein Airstream, der Herr geht telefoniert. Guten Morgen. Da darf ich euch mal kurz was fragen? Schickes Gefährt. Und nicht mit dem Teil. Nicht mit dem Teil? Okay, nee. Achso, wir wollten eigentlich nur, weil was die Hausnummer, ich glaube, jeder Airstream hat ja eine eigene Hausnummer. Und dann, warte, ich drehe mich mal um, dass man dich nicht sieht. Aber ich darf die Hausnummer mal ganz kurz zeigen. Das ist hier vorne. Und das heißt, jeder Airstream ist ja einzigartig, richtig? Ist so. Ja, ja. Sie sagt ja. Sehr schön. Toll, ein Airstream. Der ist schick, oder? Der ist super schick. Ich finde das ja immer faszinierend. Also es sind wenige, die mit dem Airstream fahren, weil er ja so komfortabel ist er ja nicht. Außer, der ist jetzt besonders ausgebaut, was ich den Herrschaften zutraue. So, ja, sie kommen ja aus Amerika. Es ist eher so Kult, sage ich mal. Die Form trägt natürlich auch nicht unbedingt der Funktion bei. Ja. Und da vorne? Es sind auch Motorradfahrer bei uns. Echt? Wir haben, ja, da hinten. Also. Komm, wir gehen mal kurz hin. Vielleicht überfallen die uns ja nicht. Guten Morgen. Du hast ein wunderschönes Anhängerchen. Danke. Gerne. So, und da Motorradfahrer mit dabei. Ihr habt alle, oder? Wir haben alle, ja. Und hier darf auch geangelt werden, weil wir bei der Frage vorhin kurz mal waren. Hier darf man angeln. Was holt man hier raus? Boah, unterschiedliches. Aber da bin ich jetzt wirklich auch überfragt. Also Karpfen auf jeden Fall. Aber es ist jetzt auch nicht zum Sportangeln und Wettangeln gemacht, sondern eher zur Entspannung. Ja, ich war nämlich tatsächlich, habe ich einen Film gemacht über einen Vater mit zwei Kindern, mit einem Zelttier. Und der hat 5, 6 Fische hat er rausgeholt. Hier vorne haben wir den. Nur mit, wenn wir es gerade haben, nur mit Angelschein angeln natürlich. Nicht wie bei unseren Nachbarn in Österreich. Achso, man muss hier einen Angelschein haben, gell? Ja, klar. Es gibt so, gelegentlich auch Angelkurse über unser Aktivprogramm. Und den gibt es wo, den Angelschein? Man braucht den deutschen Angelschein und dann bei uns in der Rezeption gibt es dann die Tagesgenehmigung dazu. Okay, das ist so eine Art Prüfung, die man macht dann, oder? Dass ich angeln kann, oder wie läuft das? Genau, braucht man in Deutschland, um angeln zu dürfen, überhaupt. Ja, ich wohne in Frankreich, da ist es auf französischer Seite, brauchst du es nicht. Da brauchst du nur eine Karte, brauchst du keine... Okay, nee, das sind wir ein bisschen strenger hier. So, dafür darf man in Bayern sondeln. Ohne Genehmigung, ja, mit so einem Gerät, dass du die Erde durchsuchst. So römische Schätze findet man so. Ich gehört, in Nordrhein-Westfalen darf man das nicht. Da ist das nicht erlaubt. Die Heidrun. So, jetzt geht's hier hoch. Ihr habt ganz viele Waschhäuser, da machen wir nochmal eine Doku. Ich glaube, morgen machen wir eine Doku. Thema ist, warte mal, ich zeig's mal, Angeln am Karpfenweiher. Habt ihr nochmal ein Schild aufgestellt. Mit gesetzlich gültigem Angelschein und Tagesfischereischein auf dieser Uferseite erlaubt. So, gelegentlich habt ihr auch Kurse für Kinder. Wir sind in Bayern, deshalb ist das nicht so einfach. In Bayern gibt es da strengere Regeln als in den anderen Bundesländern und auch wie als in Österreich. So, ich habe mal Ponys, die kann ich ausleihen. Ja, leih mal den Herrn aus, vielleicht redet er mit dir. Ja. Das ist von Marissas Ponyhof, die ist direkt am Gitzenweiler Hof. Da darf ich euch mal zeigen mit dem Pony. Ja, gerne. Das ist ein hübsches Tier. Jetzt hat er Hunger. Hat er Hunger? Ja. Ich zeig das mal. Das sind Ponys, ne? Magst du lieber reiten? Halt dich mal gut fest. Ja, der Papa hat's im Griff. Ist das schön mit dem Tier? Ja, ist schön. Ja, die Kinder haben Spaß. Ja. Der Papa auch. Der Papa auch. Papa hat Bewegung, genau. Er hat eine Rute dabei. Viel Spaß. Wenn das Pony jetzt was fallen lässt, was ist damit? Das muss Marissa auch einsammeln lassen. Sie hat da Helfermäuse, die dann durchgehen und gucken.
Meine Hunde mögen das ja, die nehmen das so als Ersatzmahlzeit, das kennst du ja. Danke, genug Informationen, viel zu viel Informationen. Die brauchen das, die Enzyme habe ich gehört und Bakterien und so Ponyhof, hier geht's hoch, ihr habt Schilder überall. Ja, da kommt das nächste Pony, schau mal, du bist auf dem richtigen Weg. Das nächste Pony ist im Anmarsch. Ja, man muss ja nur gucken, was es da ist. Guten Morgen, da darf ich noch kurz reingucken. Hallo. Hallo. Du bist die? Jackie. Warte jetzt. Ich nehme es mal gerade, ja. Warte mal gerade. Jackie, der Name kommt aber nicht von deinem Lieblingsgetränk, oder? Nein. Das war Spaß. Ja, ihr habt Spaß hier heute? Ja, wir sind gerade erst angereist. Echt, gerade erst? Ja. Und der Urlaub hat schon angefangen beim Einsteigen? Oder ja, jetzt seid ihr richtig da? Immer. So, ihr habt einen tollen Wohnwagen, muss ich mal sagen. Der ist nicht der neueste, aber ist richtig geil. Ja, das stimmt. Das stimmt. Warte, ich zeig's mal gerade. Ich komme mal gerade hier rum. Ihr habt nämlich einen Knaus, einen historischen Knaus aus den 80er Jahren. Guten Morgen. 90er. Aus den 90er Jahren. Genau. Ist der geil. Das ist ja der Hammer. Ich liebe ja diese Wohnwagen, die hatten auch damals noch Qualität, muss man sagen, ja. Also nicht, dass Knaus jetzt schlecht ist, aber... Hi, guten Morgen. Hi, grüß dich. So, ihr seid entsprechend angereist. Wie lange habt ihr gebraucht? Sechs Stunden. Also ihr seid früh losgefahren? Ja, wir sind gestern Abend losgefahren und haben dann vom Campingplatz geschlafen. Ja, tolles Schätzchen hast du da standen. Oder war das schon immer deiner? Nein, den habe ich erst gekauft vor 4 Jahren. Preis, hast du bezahlt? 5,5. Ja. Ist auch wert. Von Bayer 96. Ja, das ist also die Qualität, das ist heute, wird gar nicht mehr gebaut, so, oder? Nee, das ist leider nicht mehr, das stimmt, ja, hast du recht. So, ich geh mal kurz zu deiner Frau. Ja, ich weiß es, die ist hübscher wie ich. Nee, die ist nicht hübscher. Du bist viel hübscher wie sie, ist doch klar. Aber es ist so. Warum denn Camping? Erklär mich mal auf. Weil es einfach total cool ist mit den Kindern. Morgen früh ist gleich spielen gehen oder sich einfach frei bewegen, nicht sich an irgendwelche Frühstückszeiten anzupassen. Ja, die finden auch immer Anschluss direkt, oder? Ja. Wenn sie einigermaßen anschlussfreudig sind. Ja. I love Camping. Darf ich noch reingucken bei euch? Ja, klar. Aber wir sind gerade erst angekommen. Es ist ist ja nicht schlimm. Ich zeig mal, ihr habt Frühstück hinter euch schon? Ja. So, da steht noch die Frühstücks. Hier vorne ist euer Bett. So, ihr habt 2 Kinder. Drei. Patchwork. Hast du sonst noch Handy, irgendwelche anderen Hobbys außer Kinder? Bei 3 Stück seid ihr ja schon. Fahrradfahren. Ja. Okay. Aber ansonsten bin ich gerne allein im Bad. Das ist mein Hobby. Schminken. Oder was? Schminken, genau. Ja, gut, ist ja normal. Ist denn Camping für eine, ich sag mal, tolle Frau wie dich, die gerne schminkt, ist das ein Thema oder ist das so viel Stress, Unordnung? Nein, total cool. Total cool. Ja. Morgens lange schlafen schon mal oder die Kinder sind dagegen? Die Kinder sind dagegen. Die schlafen auch hier drin? Ja. Alle? Alle. Ihr seid zu fünft im? Ja, in einem Wohnwagen. Na, Prost Mahlzeit. Aber es geht, alles gut. Das heißt, du gehst aber dann ins Waschhaus, oder? Ja. So. Ist das schön, das Waschhaus? Ich war noch nicht drin, keine Ahnung. Ich habe gehört, es soll sauber sein. Das sehr sauber. Das habe ich auch gehört. Ja. Bei 5 Sternen gehe ich mal ganz stark davon aus. Ja. Warum der Platz? Ihr wart schon mal hier? Nee, wir waren noch nicht hier. Wir sind eigentlich immer so in Kroatien und Italien gewesen. Und dieses Jahr wollten wir aber einfach mal in Deutschland bleiben. Haben uns dann Bodensee rausgesucht, weil ich Wasser brauchte. Und okay. Süden und Wasser. Und dann haben wir gedacht, Bodensee ist perfekt. Jetzt kann man den Bodensee ja nicht sehen, ja. Das ist nicht schlimm. Aber ihr habt ja so einen See. Fahrräder dabei. Ist ja nicht weit weg bis dahin. Nö. Habt ihr E-Bikes, normale Fahrräder? Ich habe ein E-Bike und die anderen nicht. Lustig. Kaiser Camping. Warte, ich zeig das mal, wo ihr überall schon wart. Der Müll gehört ja mit dazu. Südseecamp war meine Schwester, Chiemsee waren wir schon. Am Chiemsee. Und was ist das? Das ist Lanterna Kroatien. Kroatien, mit dem Wohnwagen hier? Ja. Was der schon alles mitgemacht hat. Ja. In Kalletal ist das auch gut? Meine Schwester, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Wir hatten den mit meiner Schwester getauscht, 1 Jahr lang. Die haben sich jetzt dieses Jahr einen eigenen gekauft. So, und ihr habt eine Wasserwaage dabei. Ich zeig's mal gerade. So, dein Mann, ihr geht aber nicht hier aufs Klo, oder? Im Wohnwagen? Ich schon, die anderen nicht. Du hast ein E-Bike, du gehst hier aufs Klo. Ein bisschen Luxus braucht man doch als Frau. Ich bin die einzige Frau mit 4 Jungs. Okay, das ist aber nicht deiner, oder? Doch, das ist meiner. Das ist deiner. So, und du schleppst hier 10 Liter. Ich fasse es nicht. Ist das nicht so schwer für dich? Ja, schon, aber... Es geht. Habe ich gestern auch schon gemacht. Ja, bist ein richtiger Mann. So, und dann habt ihr hier so ein Pickup mit dabei, die Fahrräder oben drauf. Jetzt fängt der Urlaub an. Wie lange bleibt ihr hier? 2 Wochen. 2 Wochen. So, und das ist der? Wer? Janis. Okay, der kann nicht reden, ne? Nee. Ja, doch, wenn du mal was sagst. Hallo. Sehr schön. Und du? Hallo. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Und da ist Kind Nummer 3. Kind Nummer 3 ist Raphael, genau. Hallo Raphael, guten Morgen. Mein Sohn. Das ist dein Sohn. Das ist meiner. So. Auf, ne? Nee, gar nicht.
Sehr schön. Nee, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Ihr habt ein Vorzelt dann auch? Oder? Ja, genau. So, das heißt Setup, Aufbau, was denkst du so? Das brauchst du eine Stunde immer? Ja, Stunde, anderthalb. Abbauen? Halbe Stunde. Nee, abbauen dauert meistens länger. Ja, du musst das Ganze ja noch Tetris-mäßig hier verstauen. Richtig, genau. Ne? Ladungssicherung und so weiter. Ist ja ein bekanntes Thema. Ah, du bist LKW-Fahrer? Auch hin und wieder, ja, doch. Aber trotzdem, die Polizei ist da manchmal sehr penibel, was das angeht. Du hast ein tolles Auto dabei. Was ist denn das für einer? Ein Nissan? Ja, ein Nissan. Was ist das für einer? Navara. Mhm. Gibt es auch von Mercedes, gell? So ein ähnliches. Ist dasselbe Grundbasis, nur teurer und ein Stern drauf. Ja, braucht kein Mensch. Nee, braucht kein Mensch. Gibt's auch nicht mehr. Wird nicht mehr gebaut. Ja, schon war wahrscheinlich zu erfolgreich, weil genau. Die Leute gemerkt haben, das war ein Navara, oder? Genau, man hätte auch ein Navara kaufen können. So, tschüss, ihr Leute. Gut. Ciao, ciao. German Television, gell? Okay. Einschalten, abonnieren, ciao. So. Nein, ich wollte es nur verstehen, weil der Sohn... Er braucht aber den Tagesfischerei. Ich fahre nachher vor und hole genau. Dann Stein, ist es wieder in Ordnung. Er darf jetzt aber dann weiter angeln. Ich hole den. Sie holen jetzt den Schein und dann darf er angeln. Das Problem ist, das wird behördlich überprüft, ob die einen Angelschein haben, oder? Also die Wasserschutzpolizei von Lindau ist nicht nur für den Bodensee zuständig, sondern auch für unser Planschbecken, sage ich jetzt mal. Ich darf dich mal kurz zeigen, weil das sieht so toll aus, was du da hast. Das ist ein richtiges Setup. Du hast einen wunderschönen Hund da drin. Ja. Was ist das für einer? Das ist ein Australian Shepherd. Ja. Ein australischer Schäferhund. Darf ich den mal sehen, ganz kurz mal, wenn du den mal aufmachst? Weil mit der Kamera, man sieht ihn kaum. Der ist so schön. Leo, du bleibst schön da drin sitzen, gell? Oh, ist der hübsch. Der Leo. Willst du mal rauskommen? Komm mal her. Schnell. Er hält ihn fest. Oh, ist der hübsch. Komm mal her. Das ist ein Schäferhund, das heißt also der hütet die... Schäferhund, ja. Und der ist auch dafür ausgebildet, Zeit seines Lebens gewesen. Das heißt, die Family vorher hat vielleicht noch Schafe gehütet, oder? Wahrscheinlich, ja. Okay. Und es geht jetzt wohin? Wir fahren jetzt mit dem Rad nach Lindau und fahren dann mal den Radweg Richtung Briskens. Und dann schauen wir mal, wie der Tag so wird. Du bist Engländer? Nein, ich komme aus dem Westerwald. Aus dem Westerwald? Ich halte das Fahrrad. Ich komme aus dem Westerwald und wir sind zum ersten Mal hier am Gitzenweiler Hof. Du hast einen coolen Akzent. Das ja, klingt wir richtig. Überall so als Amerikaner gehandelt, aber das ist so der Dialekt bei uns. Echt? Der gleiche Dialekt hat bei mir das Holzhaus gebaut. Ja? Genau, der war aus Trier. Da kommt meine Frau, die will bestimmt auch mal ins Fernsehen. Nicht sagt schon mit dem Kopf. Name vom Hund? Das ist der Leo. Der Leo. Hallo Leo. Oh. Oh, ist der hübsch. Geh du mal da. So, ich lasse euch mal in Ruhe. So, sie hält ihn fest. Das E-Bike ist da. Was ich willst du? Ich zeige euch mal die Mietwohnwagen. Man kann bei uns ja... Ciao, danke. Gute Fahrt nach Lindau, gell? Für die Jungfernfahrt mit dem Hund. Das ist groß. Den Platz kenne ich nicht. Ja, ich kann dir einen Wohnwagen zeigen, die wir vermieten, dass die Leute mal Campingluft schnuppern können. Es ist ja jetzt so im Kommen und viele möchten ja Camping machen. Aber bevor man sich einen Wohnwagen kauft, sollte man es ja einmal ausprobieren. Und hier in dem Nummer 14 ist die Maya gerade drin. Meine Kollegin, die macht gerade sauber für die nächste Familie. Also ich zeige das mal gerade. Das ist ein Mietwohnwagen, der hat ein festes Vorzelt. Alles schon installiert? Ja, mit Boden. Also du bist immer trockenen Fußes und natürlich die Möbel, zwei Liegen. Gartentisch und Stühle und wir dürfen mal reinschauen. Jetzt, das ist bei dem Mietobjekt dabei. Jetzt mal eine Frage, das hier ist günstiger als die, wie hast du genannt, die Häuschen? Ja, die Varias sind natürlich das Premium und Glamping und das hier ist richtig Campingluft schnuppern. Das kostet 150 am Tag. Nee, Quatsch, 119 ist der Preis in der Hochsaison. Der Hochsaison und neben Saison? Ungefähr. Marketing? So, ich kann mal kurz. 80 oder 90 in der Nebensaison, je nachdem. So, der hat jetzt Stockbetten. Maya, guten Morgen. Guten Morgen, Maya. Guten Morgen. Alles gut? Alles gut, ja. Die Maya macht wieder sauber für die nächsten Gäste. Wir reinigen alles komplett durch. Und hier hast du hinter dir, wir haben diesen Grundschnitt ausgewählt, weil, wenn du reinkommst, ist das Elternschlafzimmer. Ja. Dann kommt die Sitzecke. Warte, ich zeig's mal. Hier ist Elternschlafzimmer am Eingang. Genau, hat du natürlich Tür. Also für die Optik, die Geräusche, ne? Also ihr wisst, Camping ist öffentlich. Und dann kommt hier die Sitzecke normalerweise. Mhm. Da machen wir natürlich auch die Polster sauber und lüften alles. Deshalb ist das jetzt ein bisschen durcheinander. Hier oben hast du Stauflächen drin und Lichter. Hier ist auch alles schön erklärt, was man hier bei uns machen kann.
und wie der Wohnwagen funktioniert. Das ist auch immer so Kurzanleitung, ne? Wenn es jetzt plötzlich nachts kalt wird, wie mache ich die Heizung an? Ja? Gut, jetzt im Moment brauchen wir es ja nicht, aber irgendwann. Aber auch wie der Gasherd in der Küche geht, ja? Und da hinten haben wir jetzt nämlich dann noch die Stockbetten für die Kinder. Da gibt es Zweier-Stockbetten und Dreier-Stockbetten. Und man kann das untere Stockbett, wenn es ein Zweier-Wohnwagen ist, hochklappen und hat dann da noch eine Spielfläche. Mhm. Und links ist das Bad und der Kühlschrank ist direkt vor dir. Genau, hier ist das Bad. So, wir lassen mal die Kollegin raus, dass wir hier mal stehen. Da sind wir. Und hier ist Klo, gell? Toilette, ja. Wir sind in Bayern. Klo sagt man hier nicht. Ja. So, mit Dusche. Die ist aber nicht aktiviert, die Dusche. Nein, nee, es ist ja direkt das Sanitärgebäude da. Das ist das nebenan. Einfache. Hier ist die Technik drin und Stauraum. Übrigens sind da die Sicherungen für Leute, die noch nicht im Wohnwagen waren. Wenn mal die Sicherung ausfällt, meistens im Kleiderschrank ist die Sicherung. Mhm. Ja, und da funktioniert dann wieder alles. Und das Praktische ist, wir haben diesen Grundriss gewählt, damit, wenn die Eltern am Abend noch auf sind und die Kinder gehen schlafen, dann können die hier hinten in Ruhe schlafen, es stört sie keiner. Und die Eltern können aber trotzdem noch sitzen und rein und raus gehen und ins Vorzelt und die Kinder haben hier unten in Ruhe. Und tagsüber ist es so, dass der Verhau mit dem Lego-Spielzeug natürlich auch hinten im Wohnwagen ist und du nicht ständig drüber fliegst. So, also. Das ist ein Argument. Ja, total. Und wir haben ihn natürlich komplett eingerichtet. Wenn die Gäste bei uns anreisen, ist natürlich die Ausstattung dabei. Keine Arme, keine Kekse. Ich mach das mal, warte mal. Ja, für dich. Für 5 Leute ist das hier eingerichtet. Das heißt wie so ein Apartment-Hotel, so ein bisschen. Ja. Ja, also wie eine Ferienwohnung auf Rädern und man kann wirklich mal ausprobieren, wie Camping wirklich funktioniert. Das, was für einen ist auch, ja. Ob es einem Spaß macht. Aber es gibt Leute, alle die machen... Vertragen. Es gibt auch Leute, die machen das immer wieder. Die sagen, ich komme mit dem Auto an. Ich mache das schon seit 40 Jahren. Nein, aber dass man das probiert, also man kann das auch so als Dauerlösung mieten. Ja, klar. Ja. Ich sag mal, wenn du in der Stadt bist, du willst das Ding denn parken. Ja. Und es ist ja kein Schnäppchen. Also Camping ist ja lange nicht Billigurlaub, sondern das ist ja eine Philosophie. Das macht dir Spaß oder macht dir keinen Spaß. Und das Tolle ist halt, du findest immer Leute auf dem Campingplatz, mit denen du dich unterhalten kannst. Wenn du deine Ruhe haben willst, drehst du dich halt einfach wieder rum. Ne? Kochen kannst du hier auch. Ist alles da, eine Dreierkochplatte und natürlich einen, muss mal gucken, ob er schon geputzt ist. Ja, ein Kühlschrank. Großer Tedford, ja. Und ich soll sagen, das Eisfach ist mit Kindersicherung. Ja. Ich versuche es jedes Jahr zu erklären, Tedford, dass sie das anders bauen, weil ich kriege kein Eis. Ich brauche einen Stuhl. Aber es fällt halt auch nichts raus. Du sollst ja gar kein Eis essen. Doch, so, darf ich. Darfst du. Ich darf das. So, und das ist das Vorzelt. Dann bist du hier. Wir werden, ich glaube, morgen oder am Freitag werden wir noch ein Video drehen über die Sauberkeit auf dem Campingplatz. Denn das war meine Idee, dass wir eurem Team mal ein bisschen über die Schultern gucken. Ja, das macht ihr mit Melanie, glaube ich. So, aber Maya ist schon seit Jahren bei uns dabei. Die Maya kennt die Stellen. Putzen ist gar nicht so einfach, wenn man es gut machen will, oder? Ja, ich muss, das ist Arbeit und ja, das ist nicht so viel. Es muss ja auch sauber sein. Es guckt ja aber ab und zu mal jemand über die Schulter, der sagt hier, prüf dich nochmal oder nee, braucht man nicht mehr. Die Melanie kontrolliert. Melanie kontrolliert, bei Maya, ja. Maya klappt das schon ganz gut, die weiß, wo man wir nur arbeiten. Ist das schön, hier zu arbeiten? Ja, es ist schön. Ja, okay. Ja, schön. Maya hat sich Deutschland ausgesucht. Die sind mit der ganzen Familie ausgewandert. Wo seid ihr her? Dein Ursprungsland. Ah, Kroatien. Kroatien. Aber es ist eine Mischehe und das ist nicht einfach im Krieg, weil der Mann... Ja, Mann ist aus Bosnien und wir leben in Bosnien. Ja, und das ist ein politisches Problem und die zwei Mädchen hat Maya Angst um ihre Kinder gehabt und war früher immer nur... Und jetzt sind sie alle in Deutschland mit Oma, mit ganzer Familie und haben sich super integriert, muss man ja auch sagen. Ja, schön. Die Kinder sind in der Schule und alles klappt. Und die sprechen gut Deutsch, die Kinder? Perfekt. nicht perfekt. Aber kommt jetzt langsam, nein, oder? Nein, kommt. Das kommt, ja. Nur 3 Jahre, ich bin da und erste Jahre ist zu viel schwierig. Ich spreche nur Englisch, aber jetzt ist es ein bisschen Du sprichst gut. Deutsch ist schwer, oder? Schwer.
Englisch manchmal. Also ich finde halt, ich finde natürlich Kroatisch finde ich schwer. Aber auch Kroatisch auch. Kroatisch, Serbisch, ja, das ist auch schwierig. Schwierig Sprache. Ich war in Kroatien bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Da war ich in Kroatien, als das Endspiel war. Ja. Du kannst dich noch daran erinnern, ja, die. Nee, so lange. Ihr seid Fußball? Nicht so Fußball. Fußball, ja, ich liebe nicht Fußball, aber ich weiß ja, ja das ist mein Mann arbeitet mit Fußballteam. Der ist ja. Physiotherapeut. Physiotherapeut und in Lindau jetzt mit Fußballteam ist. Ja. So, wir müssen weiter. Weißt du warum? Wenn ich noch ein bisschen hier drin bleibe, überhitzt mir die Kamera, denn es ist ein bisschen warm hier drin. Entschuldigung, hier ist er, jetzt ist auch noch nicht fertig. Sie war mittendrin. Genau, wir sind mitten in der Reinigung, so. Live und in Farbe. Und das schon da kommt die Reinigungspolizei. Ich zeig... bitte heute nicht, ich bin total erkältet. Du bist erkältet? Ich gehe jetzt um 12 Uhr. So, ich komme mal ein bisschen näher. Nee. Ich bin noch weit weg, ich bin 1,50 Meter weg. Ja. Du hast ein tolles Auto, das heißt, du musst nie wieder gehen. Nein, ich kann alles fahren. Kannst alles fahren? Ich kann alles fahren. Ein Golfcar, was ist das hier? So ist es, genau. Elektrisch? Elektrisch, selbstverständlich. Ja, und du hast einen Riesen, wenn ich da mal reingucken darf, hinten? Ja. Ja, das will sie sagen, ja. Ich kann ja eh reingucken. So, da ist vieles drin, unter anderem das teuerste der Welt, Klopapier. Hattet ihr Klopapierprobleme letztes Jahr? Nein, wir haben uns auch gar nicht getraut zu sagen, wir haben einen ganzen LKW bestellt, rechtzeitig, und hatten den eingelagert. Sonst haben wir immer gepostet, dass wir Toilettenpapierlieferung bekommen. Der wurde nachts aber bewacht, oder? Der LKW? So ähnlich, genau. Wir haben es versteckt und nicht gesagt, wo es ist. So, ich habe gesehen, so das Thema Reinigungsmittel, die ihr benutzt, ihr seid da recht vielfältig, ja, was ich gesehen habe. Ihr habt für alles was ganz Spezielles. Nehmt da nicht nur ein Produkt, oder? Nein, wir haben verschiedene Produkte. Das heißt, spezielles Sanitärprodukt für die Sanitäranlage. Dann haben wir eben Glarol für die Scheiben. Mhm. Und da mit Sanitärreiniger ist auch Desinfektion mit drin, was ja ganz wichtig ist. Und ja, also wir haben wirklich für jede Belange haben wir für Kalk. Ja, da haben wir auch Schulung bekommen von unserem Lieferanten. Darf ich mal sagen, du hast die Haare so schön heute. Du bist ja Friseurin oder gewesen. Gewesen, ja. Aber das finde ich jetzt doof, dass du das sagst, weil ich finde es nämlich Melanie, nicht... Melanie, lächeln und winken. Lächeln. Er sagt, ich habe schöne Haare heute. Weißt du doch auch. Er meint das nett. Nee, halt, ich sehe doch halt so verföhnt aus. Nee. Du siehst aus wie so ein Colli ein bisschen. Oh, jetzt ist aber gut, Herr Sven. Und Abmarsch. Nein, das habe ich lieb gemeint, ehrlich. Marco, ja super, ne? Komm, Schatzilein, wir gehen weiter. Tschüss. Tschüss. Mach es gut. Toll, jetzt darf ich nie wieder mit dir reden. Toll. Ich habe das ernst gemeint. Die ist so aus wie. Die kann das weg. Die kann das weg. Sie teilt auch gerne mal aus, dann kann sie auch mal einstecken. Da vorne wieder das Pony, guck mal. So, ich habe mir nämlich den Eindruck gehabt, sie teilt schon mal gerne aus, oder? Nein. Melanie ist ganz zahm. Waschhäuser haben wir im letzten Video schon gezeigt. Wichtig ist, das ist nicht nur. Waschmaschine. Ist nicht nur so gesagt, dass die sauber sind. Das hier ist eins der neuen. Nee, das ist das älteste, was wir haben. Trotzdem. Ist hübsch. Hübsch, ja. Muss man schon sagen. Ist noch ordentlich. Ja. Haben wir gut in Schuss. Ist aber auch so, man muss ab und zu mal wieder was neu machen, die Sanitärinstallationen, Fliesen. Wird alles regelmäßig kontrolliert, musste natürlich. Aber wie gesagt, die Leute randalieren ja nicht, die Fliesen werden nicht kaputtgeschlagen bei uns. Ist so. Alle randalieren. So, ich zeig mal gerade, hier vorne haben wir einen Spülraum, der da ist. Wir müssen heute die Piratenflagge zeigen. Er sagt, er ist der Pirat hier. Er ist der Pirat. Du bist der Pirat. Sehr belaubt. Hallo, guten Morgen. Zeig dich mal. Du hast eine Piratenflagge, heißt du, wo? Ja, wollt ihr kurz rüberkommen? Ja, sollen wir kurz kommen? Ja, ja. Naja, jetzt hat er uns eingeladen, jetzt müssen wir mal zeigen. Ihr habt mich ja eingeladen. Du kommst aus Berlin, du? Genau, Berliner. Mit meiner 9-jährigen Tochter hier. Und du hast einen coolen Nugget. Ja. Ist das ein Nugget, ein echter? Das ist ein echter Nugget, ja. Das ist aber ein Nugget, der ist nur 4 Meter lang, oder was ist der? Ja, kurzer Radstand. Kurzer Radstand. Viel selbst gemacht. Boah, ist der hübsch. Baujahr? 93er Nuggets. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Guck mal, er hat einen 93er Nugget. Ja, schön, ne? Dass es sowas noch gibt. Ich habe tatsächlich geguckt, so weit in den Süden wie möglich zu kommen, aber in Deutschland zu bleiben. Und bin dann auf den Gitzenweiler Hof getroffen. Habe mir das im Internet angeguckt und dachte, geil. Das was für meine Tochter. Hast du mein Video gesehen im Internet? Langes Video auf YouTube? Nee, ich habe mir schon Bilder und auf der Webseite die Sachen angeguckt. Die genau. Webseite. Die Webseite, siehst du. So, jetzt zeige ich mal gerade, also du hast alles dabei. Du bist meine Tochter, wo ist deine Frau? Die gibt's nicht. Nee, die ist gerade auf Island.
Auf Island. Das ist ein kleiner Kontrast, oder? Ja, das ist aber meine Lebensgefährtin, meine Partnerin. Gut. Ja gut, ist ja heutzutage. Man bin in Berlin. Du wohnst wo in Berlin? Welchen Bezirk? Wedding natürlich. Wedding natürlich. Nee, Schöneberg ist nur das wahre Berlin. Nee. Aber das hier ist was ganz anderes wie in Berlin, oder? Das heißt, du kannst ja, ich meine, Berlin hat ja alles. Du fährst ein bisschen raus, hat auch grüne Lunge so ein bisschen. Ja, aber also in Berlin haben sie mir versucht, das Rad vom Träger zu klauen. Hier nicht. Nee, das ist echte wahre Geschichte. Am Vorabend die Fahrräder auf den Träger gepackt. Ja. Die wollte ich hier auspacken, fällt das Hinterrad ab, weil sie versucht haben, das Rad zu klauen. Das Hinterrad? Ja, ja, die haben die Schrauben gelöst und wollten das Fahrrad wahrscheinlich klauen. Das hier oder was? Nee, das ist von meiner Tochter. Meins steht am Baum. Mein Gott, wer klaut denn? Gut, das ist Berlin, muss man sagen. Da klauen die alles. Ja. Das, was auf der Straße steht, kommt weg. So, du hast türkisches Wasser? Genau, genau. Zeig mal. Literkanister. So, dein Vorname? Gürhan. Ich hab's vermutet, ja. Dass also, das hat eigentlich nur einen Sinn, weil es gibt diese 5-Liter-Kanister sehr günstig. Ohne Pfand. Diese Pumpen gibt's in Portugal zum Beispiel. Und ja, dann, genau, ohne Pfand kann man immer wieder auffüllen und Wasser abpumpen. Sehr schön. Besser als diese Faltcamping-Kanister. So, und du hast ein eigenes Zelt hast du gebaut für deine Tochter. Dann hast du die schöne Cool Fun Kompressor. Kultur. Genau, genau. Damit das Bier auch schön kalt ist? Das Bier, ja. Nee, du trinkst keinen Alkohol? Ein ganz klein wenig. Gut, sehr schön. So, ich zeig das mal, da hat das Setup. Du schläfst im Auto? Meine Tochter und ich schlafen im Auto, ich schlafe unten, sie schläft oben. Okay, prima. So ist das, ja. Ja, toll, ich mag deine Blumen. Ich mag sie auch, ich habe sie geschenkt bekommen. Die sind echt, oder? Echt unecht. Ja. Aus Plastik, ja. Ja, den weiten Weg hier runter, wie lange seid ihr gefahren? Na, mit Pause 10 Stunden. 10 Stunden. Eine Vollsperrung, ein kleiner Stau und das... Hat's gelohnt? Du bist wie lange schon hier? Wir sind dritten Tag hier und wir sind total begeistert. Ja, also, schwimmen schon? Jeden Tag dreimal. Dreimal. Und heute geht's nach Lindau in die Stadt. Mal gucken, soll sehr schön sein und ein bisschen shoppen. Und Fahrrad, was macht ihr? Oder im Auto? Ich brauche erstmal neue Schrauben fürs Fahrrad. Okay. Aber mit dem Bus, man kriegt ja hier kostenloses Busticket. Und ach so, stimmt, der fährt alle halbe Stunde, gell? Genau, genau, dann kann man schön in die Stadt fahren. Darf ich mal reingucken in deinen kleinen Ort? Ohne aufgeräumt? Ja, ja, geht schon. Das ist der geil. Baujahr, was war es, 89? 93. 93, also nach der Wende quasi. Genau. Boah, ist der schick. Und da oben hast du, hast du angemalt? Meine Tochter hat den angemalt. Dann die Dachluke reingeschnitten und Solaranlage oben installiert. Wow. Damit machen wir auch kürzere Trips. Okay, rund um Berlin dann. Ja, Meckpommern, Berlin, Uckermark, was halt so anfällt. Ist sie alt, Tochter? Wie alt ist sie? 9. 9. Ja, ich meine, man braucht ja nicht mehr, jetzt mal ehrlich, im Sommer. Nee, für 3 Tage irgendwo am Wasser stehen ist das vollkommen ausreichend. Also wir haben alles, ne? Gas, Strom, Wasser. Das passt alles da rein. Man kann damit sogar zu viert verreisen, wenn man will. Mhm. Cool. Und da oben ist die Piratenflagge. Warte, ich zeig's dir mal. Ich hab gedacht, da wäre so ein Riesending, aber nee. Man kann es auch kaum erkennen, weil so ein bisschen eingeschlagen ist. Ja, die war schon in vielen Ländern. Ja, in wie vielen Ländern wart ihr? Ich glaube mittlerweile 8. In den letzten 4, 5 Jahren. Mit dem hier? Ja. Hat dich jemals den Stich gelassen? Nö. Gut, der hat Euro 0, oder? Der hat tatsächlich Euro 0, aber in 1,5 Jahren H. Ein H-Kennzeichen. Den kriegst du auch schön direkt. Patina hat er ein bisschen, aber ich glaube, das gilt ja noch als zulässig. Das ist okay. TÜV hat er neu. Ja. Ne? Das wird wahrscheinlich dieses Jahr noch entfernt, gespachtelt. Vielleicht sogar geschweißt. Mal gucken. Unten Rost? Alles gemacht. Alles gemacht. Alles. So, ich muss weiter. Wir haben ja keine Zeit. Spaß. Ja, willst du noch jemanden grüßen in Berlin? Nö. Warum nicht? Hast du keine Freunde? Ich habe so viele Freunde, es würde sich nicht lohnen. Ist das so eine Budenkultur? Habt ihr sowas in Berlin? Na, wir haben eine Kiezkultur auf jeden Fall. Also gerade im Wedding haben wir eine Kiezkultur. Und da kennt jeder jeden im Block, wobei wir nicht alle irgendwie Hartz-IV-Empfänger sind, sondern tatsächlich ganz normale Menschen. So, das sagt man über ein Wedding, dass da nur Hartz-IV erlebt? Wedding ist halt bekannt für sozial Schwächere, aber okay, das ist nicht mehr so. Wenn ich mich dich so angucke, so ein Nugget hier, das ist ja schon, aber man muss sagen, das ist ja Kult, oder? Mir wurden schon über 10.000 jetzt wieder geboten, ne? Ja, die steigen ja. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, er tut, was er soll. Er fährt super.
Fährt mega. Ist so. So, du bist mich los. Schönen Tag. Tschüssi. Tschüss. Hi, Truhn. Wir müssen gleich einen Cut machen, weil ich habe eine zweite Kamera dabei. Die hier ist zu heiß geworden, leider, denn es ist schön heiß. Wir müssen einmal die Kamera wechseln, ja, damit wir weiter filmen können. Mitnehmen. Da gibt es jetzt Würstchen. Hast du mal? Ja, mach mal. Hallo, hallo Frank. Guten Morgen. Ich komme aus Franken. Ich bin ja der Frank. Scheiße, wir kommen ja aus Lichtenfels. Ja, also meine Frau kommt aus Lichtenfels. Ober-Unterfranken? Unterfranken. Unterfranken. Man muss dem lieben Gott für alles danken, für Ober-, Unter- und Mittelfranken. Ne? Ober-Unterfranken, die waren Frank. Da komme ich auch hier, wo der Herr. Ja, na, die Rhön. Okay. Bad Neustadt, Winzhausen, Stück Lohr. Ja, cool. Das heißt also Fulda, die Ecke. So. Ja, ein Stück vorgelagert, ne? Auf der anderen Seite von der Rhön. Ja. Okay. Bad Kissingen, ist das weit weg? Ja, Navi hat es angezeigt, so um die 360, 380 Kilometer. Bad Kissingen, kennst du das? Kenne ich. Ist das weit weg von dir? Von mir aus 20 Kilometer. 20 Kilometer. Ich bin in Bad Kissingen Ende Oktober. Ja. Die große Abenteuer-Allrad ist ja da jedes Jahr. Ja, stimmt. Große das Messe. Sieht man dann auf der Straße, ja, wenn sie rumfahren. Die Frau kann ja auch mitfahren. Ja, Allrad-Auto. Aber das sind andere Pferde, ne? Hast du Bier dabei? Nee. Ich muss noch was holen. Ich habe schon gesehen im Prospekt. Lindauer Hill im Laden ist in der Kühlung schon. Ja, okay. Aber das Bier in Franken ist ja extraordinär. Aber hier geht's, die Qualität. Ja, ich werde es probieren und werde dann nochmal Feedback geben. Nee, so, der Platz, warum hier? Ja, Bodensee, gutes Wetter. Ja. Wir waren schon letztes Jahr mal hier in der Nähe gewesen. Ja. Und von der Fahrerei geht's auch, mit Kindern und so. Super. Da ist deine Tochter. Darf ich dir mal zeigen? Ja. Da vorne steht sie. Hallo, guten Morgen. Magst du mal zu mir kommen? Nee? Oder doch? Doch, sie kommt. Hast du einen Roller dabei? Und Schuhe hat sie an. Wie viele Kinder hast du? Eins. Eins. Und eins im Kommen. Echt? Ab Oktober dann zwei. Die Frau ist schwanger? Ja, ja. Okay. Mädchen, Junge, weiß man schon? Es wird noch ein Mädchen. Ja, ich habe auch zwei Mädels als erstes gehabt, ja. Aber Zwillinge. Guten Morgen. Du hast ja ein tolles Kleid. Was ist denn das für ein Kleid? Was ist da drauf? Schmetterlinge. Schmetterlinge? Mhm. Und oben hast du Pailletten drauf? Boah, ist das hübsches Kleid. Mhm. Ist das schön, hier Camping zu machen mit dem Papa? Mhm. Ist das schön mit dem Camping? Mhm. Und jetzt gibt es bald ein Schwesterchen. Mhm. Ja? Guten Morgen. Ich habe schon gehört, es kommt ein neues Kind. Ja. Okay, das heißt, im Oktober kommt's. Ist das jetzt schon beschwerlich oder geht's noch? Geht noch. Darf ich dich mal zeigen? Ja. Ja. Oh. Mit dem T-Shirt. Ja, ihr kommt aus Franken. Die Franken sind dafür bekannt, dass sie zum Lachen nicht in den Keller gehen. So, das ist so das Setup, was ihr habt. Ihr habt einen Fendt-Wohnwagen. Ja. Ihr müsst aufpassen, die werden gern geklaut. Der meistgeklaute Wohnwagen der Welt. Auch ältere Modelle werden gern mal entwendet. Habt ihr es gewusst? Nee. Nee. Ach, wir sind ja immer noch in Bayern, stimmt ist ja. Da ist noch ein Rottweiler drin. Holen wir raus. Habt ihr Rottweiler? Nein. Krass. Ne, hast ein cooles Vorzelt. So, und es gibt gleich Würstchen. Würstchen werden gleich gemacht. Sag mal auf Fränkisch. Der Wurst. Es werden gleich noch ein paar Wurst gemacht. Okay. Und dazu gibt es noch einen Kartoffelsalat. Ja. Ich mach die Untertitel. Aber gut. Untertitel mache ich drunter. So, sagen wir mal. Und du hast ein Superb, oder was ist das? Ein Superb, ja. Der Wohnwagen ist ja ziemlich klein, ne? Der hat jetzt 1300 Kilo. Den haben wir auflasten lassen, ursprünglich 1200. Haben wir noch so Klimaanlage oben drauf gebaut. Und haben gesagt, eine Klimaanlage? Was habt ihr denn, Truma, ne? Ja. Ja. Aber Klima ist schon genial. Das heißt also, ich stell mal vor, es ist so feucht und so eklig und du kriegst die Sachen nicht trocken. Yeah. Und dann kommst du dann dahin, dann machst du die Klimaanlage an. Ihr habt aber nicht lange überlegt, oder, mit der Klima? Oder doch? Nee, eigentlich nicht so lange. Wir waren einen Sommer, dann haben wir gedacht, puh, es ist warm. Halbes Jahr. Da darf ich mal kurz reingucken in euer Reich, dass man mal sieht, wie man so lebt auf 6 Quadratmetern. Der beißt. Ah, das ist die Kleine hier in der Mitte. Und euer Schlafzimmer ist hier rechts. Das Ehebett. Ja, da passen auch zu dritt locker rein. Ne? Zu dritt. Die Kleine kommt aber nicht mal zu euch, dann mal kuscheln oder so. Ja, doch. Machst du das schon mal? Nee, hübsch. Und du hast ein ganzes Arsenal hier an Spielzeugen dabei. Du hast einen Roller und ein Fahrrad. Das ist dein Fahrrädchen. Hast du das neu, das Pucki? Ja. Boah, ist das schön. Ist ja ein Problem, Pucki-Fahrräder zu kriegen dieses Jahr. Hast du probiert? Ausverkauft? Ging aber einfach, ne? Rhön ist auch bekannt für Fahrradfahren.
und die Fahrradgeschäfte waren dann noch alle gut bestückt. Achso, ich habe gedacht, du hättest ihn gefunden irgendwo, hat ein Kind vergessen abzuschließen. Nein, das war mir nett. War ein Scherz. Nein, es gab so gut wie keine Pukis dieses Jahr. Also die waren wirklich, ich hatte Händler, die waren komplett ausverkauft. Aber das Coole ist, du hast so ein Puki, kaufst das, du vererbst das ja schon wieder dann, oder? Wenn es größer wird. Richtig, das hält ja ewig, ne? Wie gesagt, mit dem Geschwisterchen. Genau. Ja, klar, damit ihr das auftragen kann, ja. Klar. Aber ist schon Arbeit, so ein Kind, muss man sagen. Aber du hast es dir gewünscht, du wolltest es haben? Absolutes Wunschkind. Ja. Und Arbeit? Nee. Ich empfinde es jetzt nicht so als Arbeit. Wenn du weiter schläfst und die Frau kümmert. So, sag mal, in Franken gibt es da so eine Kultur, dass die Leute, wenn man heiratet, dann jemand überrascht mit einer Blaskapelle. War das bei dir auch so? Nee, wir haben das eigentlich ganz klein gehalten. Im Schlosshotel war das, ja. In Bad Neustadt. Mit 500 Leuten. Ganz klein. Nee, wir waren, ich glaube, 14 Leute, wirklich ganz klein gemacht. Okay. Ja, aber Blaskapelle gibt's ja, aber... Habe ich miterlebt, ja. Dann haben die den mitgenommen und abends... Herzlichen Glückwunsch. Vollkommen betrunken, abgeliefert, ja. Da hat dann wieder... Hat es wirklich nicht gewusst, war so. Und da stand auf einmal die Blaskapelle da und hat den ganzen Ort unterhalten. Okay. Ja, auf Land halt. Ja. So, schön. Dann vielen Dank erstmal. Ich muss zur Heidrun. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Name von dir? Wie heißt du? Wie ist dein Name? Wie heißt du? Frieda. Nochmal? Frieda. Wie? Die Frieda. Die Frieda. Okay. Die Frieda. Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao, ciao. Boah, so, wir machen einen Cut und dann bis gleich Teil 2. 2 Stunden und 4 Minuten. Mein Hitzesymbol geht schon gar nicht mehr aus. Wir tauschen die Kamera. Bis gleich. Ciao. Dann scheint halt einfach die Sonne. Gibt's